Willett Compile, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Let's Code. Da musst du ein bisschen zu dir rüberrücken. Ja, wir müssen uns ein bisschen layouten hier. Das genau. Ist, ja. Herzlich willkommen. Das ist der Holger, der heute hier zu Gast ist und mit dem wir zusammen programmieren werden. Hallo zusammen. Herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich und bin natürlich auch aufgeregt. Natürlich, selbstverständlich. Ich habe gerade schon gesagt, als der Countdown lief, ich bin jetzt weg. Und ich bin jetzt auch weg übrigens. Jetzt ist nämlich die Situation, wo es noch schlechter wäre. Tschüss. Ja, tschüss. Aber lass deinen Laptop hier. Achso, ich lasse den Laptop hier. Alles klar. Das ist das Wichtige, genau. Ja. Für die dich noch nicht von AutoWeird oder Konferenzen oder ja. Büchern oder sonst woher kennen. Ja, von der Straßenecke. Konzerten. Ja, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist? Ja, Holger, große Blanke, mein Name. Ich bin Softwareentwickler. Ich muss erstmal gucken, wo ich überhaupt hingucken muss. Es gibt hier keine rote Lampe. Nee, die rote Lampe vom Kamerakind Andreas. Ich muss da noch so einen roten Bömmel draufsetzen. Ja, ja. Hier hingucken. Ja, ich bin Softwareentwickler, bin seit 3,5 irgendwas Jahren bei der Codecentric, war vorher schon so einiges an Jahren so hier im Rheinland in der Softwareentwicklung aktiv. Momentan bin ich eher so ein Frontend-JavaScript-Mensch und heute wird es dann mal die seltene Gelegenheit sein, wo ich mal ein bisschen Java programmieren darf. Ich bin mal gespannt, wie das so klappt. Ja, hast du aber schon mal gemacht, ne? Hab ich schon. Ich habe das lange Jahre habe ich Java programmiert, okay, aber irgendwann bin ich dann auf die gute Seite gewechselt. Nein, nee, Spaß. ich habe relativ viele Java-Projekte schon gemacht und da, ja, das ist ja. Das. Wir sind jetzt mal schon auf Java 11, ne? Also wir sind die neuen Features hier. Ja, die nutzen, die wir alle aus dem welche, FF kennen. Welche wären denn die spannenden neuen Features? Ich bin ja gerade ausgestiegen. Ahnung. Ich habe damals bei der alten Firma, wo ich war, habe ich mal einen Vortrag über Java 8 gemacht, den ganzen Stream und Map und sowas Kram. Ja. Aber danach gibt Typinferenz, ist das mittlerweile schon gelandet? Ich bin bei Generics noch stehen geblieben. Ach so, okay, na gut. Ich weiß es nicht. Der Chat wird es uns jetzt sagen wahrscheinlich. Was genau. Hallo Chat. Schreibt doch mal was, wenn ihr da seid, damit ich sehe, dass ich hier alle Fenster richtig aufhabe. Ich hoffe, soweit ist alles okay, was Ton und Bild und Sonstiges angeht. Vielleicht macht da einmal kurz einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, dass wir sehen, was hier am Bach ist. Ich höre dich gut. Du hast... Ja, das will ich auch hoffen. Ja. Ja, nachdem der Kevin letzte Woche da war und viel an der Infrastruktur mit uns gemacht hat. Erstmal nochmal vielen Dank an den Kevin. Der ist letzte Woche eingesprungen, gerettet für mich. Nachdem ich gestern, ich bin im Umzugsmodus noch. Wir sind umgezogen, ein paar Straßen weiter. Und letzte Woche war das nicht so, dass ich jetzt einfach mal aus dem Kistenpackmodus in den Let's Code-Modus wechseln konnte. Und von daher nochmal vielen Dank an den Kevin. Vielen Dank, Kevin. Falls du uns hier hörst an dieser Stelle oder nachhörst, dass du eingesprungen bist. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir wollten... Wir sind genauso konfus unterwegs, wie wenn ich... Also das liegt, glaube ich, immer nur an mir. Wenn ich dann bei Auto geht, passieren auch solche Situationen. Wo stehen wir eigentlich jetzt? Ja, ich frage dich was. Du fängst irgendwas von irgendwas anderem an, dann habe ich auch den Faden verloren. Das ist genau so. Das ist, okay. Ich wollte sagen, nachdem wir mit dem Kevin viel Infrastruktur gemacht haben und Testcontainers eingezogen haben, wollen wir heute mal wieder ein bisschen was... Hallo Gork. Hallo Flunky. Ach, der Gork. Das ist ein Kollege von mir aus Aachen. Ach, also ich glaube, er wohnt nicht mehr in Aachen, aber mit dem habe ich zusammen studiert damals noch. Ja. Das ist Hallo Gork. Das ist ja schön, dass du dabei bist. Hallo Gork. Jetzt kannst du sehen, was aus dem Holger hier geworden ist und auch was aus ihm geworden ist. Ja, oh mein Gott. Genau, wir wollen ein bisschen was programmieren tatsächlich wieder. Sollen wir einmal ins Backlog gucken, was da so anliegt? Machen wir doch mal. Dann müssen wir jetzt heute mal richtig Wert schaffen, sagst du. So, dann zeige ich jetzt auch hier. Jetzt können wir auch sehen, was da passiert. So, du hast jetzt hier, du bist ja PO und hast dir drei Sachen gewünscht. Einmal. Ich habe die einfach nach der Backlog-Reihenfolge reingezogen. Ach so. Mehr oder weniger. Ach so, na gut. Dann haben wir hier Amazon-Cover, Text-Input säubern, ISBN 13 stellig. Ja, mal sehen, ob wir da durchkommen, ne? Aber das geht ja alles leicht von der Hand, sag ich mal so als. Famous Last Words, das ist doch alles kein Problem. Ja, keine Ahnung. Ich meine, für die Cover hatten wir schon einen Pull-Request, den wir gesplittet haben. Da würden wir dann den Rest jetzt nachziehen und ein bisschen ummodeln. Mhm. Und der Rest ist ja nur immer eine Zeile ändern. Genau, richtig. Immer ganz kurz hier noch einen Aspekt dazu packen.
Das, stimmt, können wir ganz einfach mit Aspekten machen, ne? Ja. Das können wir selbstverständlich, also ja. kein Problem. Also das macht auch jeder mit Aspekten. Das, ich denke, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht kriegen wir schon Pull-Requests, bevor wir fertig sind von Leuten, die ja. mitarbeiten wollen. Ja, gut, man, Pull, also wenn ihr mitarbeiten wollt, ne, es ist alles öffentlich auf GitHub, das wir, die URL seht ihr da gerade im Browser und ist auch unter dem Video verlinkt. Ihr könnt da gerne mitmachen und Pull-Requests stellen, so wie das die Person, dessen Namen ich gerade vergessen habe, auch schon gemacht hat für die Detailseite und für das Cover. Das war doch der Herr... Der Herr Campino Rox. Der Herr Campino Rox, genau. Campino Rox. Der hatte da einen Pull-Request gestellt, wo ein paar Details waren, wo wir gesagt haben, das würden wir gerne anders machen, aber im Prinzip haben wir das so... Mhm. Von der Idee her zumindest so übernommen. Ja. Die Cover kämen auch eigentlich später, aber dadurch, dass er das schon mit reingenommen hat, ist das jetzt so das, was ich vorgezogen habe. Mhm. Okay. Ja. Dann ja, sollen wir direkt anfangen oder sollen wir noch irgendwie was vor haben wir einen aktuellen Stand zeigen oder so? Oder? Das boah, nee, ne? weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt, haben wir einen aktuellen Stand? Einen aktuellen Stand hätten wir. Haben wir hier. Bin ich denn überhaupt aus dem richtigen Branch? Ich muss gerade erstmal gucken, ob ich auf dem richtigen Branch bin. Master wäre gut. Master ist es auch. Ich wundere mich gerade, dass hier Show Every Book noch steht. Show Every Books steht. Vielleicht hast du die einfach nicht gestartet. Das weiß ich nicht. Die ist, wo ist es? Wo kann ich denn jetzt hier im. Da haben wir es auch schon wieder. Wie kann ich denn jetzt hier im. Im nicht. Presentation Mode. Im Presentation Mode auf die. Run config gehen. Command 4, Command 5, Command 1. Ja, sag ich mal da. Zack, zack, zack. Das war, das klappt fantastisch. Ne, ich hatte ja auch gerade hier dieses Spring irgendwas. Ja, das macht den Presentation Mode kurz aus. Ja. Das Exit Fullscreen, das hat es nicht gemacht. Zack, da. Also, das Run Dashboard will ich hier haben und das hat keine. Keine Tastenkürzel war das hier irgendwie. Das ja, für 9. Nach 9 ist Ende. Das ist ja doof. Na gut, weswegen zeigt er das? Schön, dass das immer noch so groß ist. Ja, das macht er das. Ja. Also es ist ja eine Büchereianwendung. Ich erkläre mal so ein bisschen, während du... Ja, während ich mich hier durch die... dein Tooling kämpfst. Weswegen ist das denn jetzt hier groß? Das ist aber mal was. Sieht aber echt merkwürdig aus. Das ist aber mal was. Aber jetzt müsste doch hier... Warte mal, die Default Change List ist er nicht. Ja, auf Spring Boot basiert und das ist so eine Anwendung, die nutze ich mal gerne für Scrum-Schulungen, damit man was hat, um daran zu programmieren, um so Dinge wie Clean Code und Testautomatisierung und Metriken und Qualität und so weiter zu bewerten und Software, Architektur, pipapo. Und man kommt immer nur so durch die ersten Teile des Backlogs, weil ich immer viel mehr Backlog mitnehme, als umgesetzt wird. Und letztes Jahr habe ich mit dem Bene mal irgendwann gesagt, Bene, ich lerne immer so viel von dir, wenn ich beim Programmieren zugucke. Lass uns das doch mal als Video festhalten, damit auch andere davon lernen können. Und wir rocken mal das Backlog runter. Und mal eben. Mal eben, genau. Ja. Nur. Show also, Outbooks. Show genau, Outbooks, ja. Also man sieht noch nicht, dass besonders viel passiert ist, seit wir damit angefangen haben, aber unter der Haube ist total viel passiert und Testcontainers und ein paar neue Funktionalitäten sind tatsächlich auch mit dabei. Ja. Und jetzt wollen wir gerne auf der Seite, wo man alle Bücher sieht, gehen wir da drauf, würden wir gerne so ein Cover sehen, damit ich besseren Eindruck davon gewinne, was das denn so für Bücher sind. Ja, da gab es ja diesen Pull-Request, der war schon super. Und da ging es auch darum, dass wir, also das Pull-Request oder das Feature hieß ja erstmal ein Bild von Amazon laden. Denkt man erstmal, ist alles super. Aber Amazon mag das offenbar nicht so gerne, wenn man da irgendwie Bilder runter crawlt. Von daher war die Idee in dem Pull-Request, da sowas, ein Open Library zu nehmen. Mhm. Das ist, und die haben eine API, wo die ISBN einfach im Pfad drin ist. Und das ist ja einfach. Und das ist dann, das ist wirklich ganz nett. Ja. Dann. Oh, mir fällt gerade was ein, was wir später noch testen können. Ach so? Ja. Na gut, du hast jetzt. Na gut, ich wollte dich nicht nervös machen. Ein diabolisches Machen. Nee, wir müssen noch gucken, ob da noch. Ob die Exif-Daten da richtig drin sind, weil sonst ist das auch nichts. Genau.
Nee, gut. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Wir wollten ja eigentlich mit dem Live-Reload anfangen, wie ich das jetzt einbaue. Ich wollte das gerade zeigen, aber da bist du in eine andere Richtung abgebogen. Oder eher dann wieder zurück. Von daher biege ich jetzt hart zurück. Ja. Du hast mir gerade eine schöne, ein schönes Chrome-Plugin gezeigt, was ein bisschen umständlich sich darstellt. Mit dem muss ich, wenn sich meine Spring Boot-Applikation, wenn die neu gebaut hat, muss ich meine Seite nicht neu laden. Und du musst nicht die ganze Anwendung neu starten, sondern die startet sich quasi von selbst neu, wenn du das aktualisierst. Ja, das ist schön, dass das jetzt auch im Java- und Spring-Bereich angekommen ist. Ist schon seit Ewigkeit. Schon seit Ewigkeit, seit mindestens zwei Wochen. Schon früher mit JRebel und... JRebel, genau. Ja. Genau. Na gut. Kannst du mal zeigen, wie es aussieht? Hier, dann gehen wir hier auf die Anwendung. Genau. Da sieht man ja einen feinen Unterschied, dass dieser Punkt da oben schwarz ist, im Sinne von ich habe mich verbunden. Ja, jetzt ist er nämlich, jetzt ist er nicht aktiv. Ja, und genau. Jetzt Brille raus, Lupe raus. Jetzt ist er aktiv. Ich weiß nicht, ob man es in 1080p sieht. Oder ob man dafür ein Retina-Display braucht. Ich weiß gar nicht, ob ich das genau sehe, aber gut. Das ist aber eine coole Sache. Ja. Ja, was haben wir jetzt vor? Wenn wir wieder Richtung Fachlichkeit abbiegen. Hey, du musst jetzt einmal zeigen, dass du was änderst und sich die Seite automatisch aktualisiert. Ach so, na gut, dann machen wir wieder. Und dafür müsstest du aber, wenn du da was änderst, erstmal auf die Homepage gehen. Ach, na gut. Genau. So, zack. Show every book. Every books, every book. Mhm. Und dann gab das hier diese komplizierte. Ich musste hier, man muss nämlich, das ist ein Tastenkürzel, was F9 beinhaltet, und ich habe im Default meine Function Keys halt ausgeschaltet. Und das klappte das? Das war doch Shift Command F9. Ja. Hast du gespeichert eigentlich? Hast du wirklich nicht gemacht, ne? Du hast nicht gespeichert und dann. Ja, aber das speichert doch automatisch. Ja, wenn du nicht rausgehst, nicht. Ja, guck mal, ob was getan hat. Show every book. Magie. Das ist der Wahnsinn. Also das ist, da habe ich mich in der Tat drüber gefreut, weil als ich vorher mit der Anwendung rumgespielt habe, musste ich immer neu laden. Ja, genau. Und das hat mich in der Tat so ein bisschen genervt. Und jetzt, in den meisten Fällen geht das. Genau. Wenn du dir nicht die Finger verbiegen willst, gibt es natürlich auch einen Menüeintrag hier in Bild. Hm. Gehen wir kurz darauf. Bild. Recompile. Achso, Bild Project ist nur Command F9, nicht Command Shift F9. Das Shift kannst du offenbar sparen. Ach so, okay, na gut, sehr schön. Ja. So, mich nervt jetzt immer noch, dass das hier so groß ist, aber ich sag einfach jetzt mal, vielleicht, wenn wir gleich wieder aus dem... Jetzt wird's noch größer. Jetzt ist es kleiner geworden. Naja, irgendwie, seltsam. Wollen wir mit dem Test anfangen? Wollen wir wirklich mit dem Test? Ja, hört sich ja so. Wir fangen wirklich mit dem Test an. Ne? Ach, komm hier. Das heißt, wir haben ja schon Fachtests, um Bücher hinzuzufügen. Ja, gucken wir einfach mal hier rein. Wir haben hier so ein Acceptance-Test-Projekt. Mhm. Habt ihr schon in irgendeiner Folge darüber gesprochen, weswegen das separat ist und nicht Teil des... Ich glaube, in der ersten Folge hat man darüber gesprochen, ja. Mhm. Haben wir ein bisschen das Projekt-Setup erklärt und was wo ist. Ja. So, also es gibt hier JBehave-Tests. Mhm. Sehen so ein bisschen aus wie Cucumber-Tests. Aber ja, sind so... Weil sie beides die Gherkin-Syntax benutzen. Ja. Ist das beides Gherkin? Ja. Okay, ich dachte, weil aus Gherkin kenne ich zum Beispiel die Narrative. JBehave hat das ein bisschen erweitert, das stimmt. Ach so, na gut. Die waren der Meinung, die haben noch mehr Einfälle, was man unbedingt braucht. Also, na gut. Also, wir hijacken jetzt mal so einen Test aus der AddBookStory. Was nämlich hier schon ist, hier geben wir einen Empty Library, dann adden wir ein Buch und dann checken wir hier erstmal, ob jetzt alle Properties, die wir hinzugefügt haben, auch in der Übersicht zu sehen sind. Und was wir jetzt natürlich auch noch machen können, ist, wir können einfach sicherstellen, weil die URL, die wir jetzt gleich, oder die URL basiert auf einem, die Grafik basiert auf einer URL und da ist die ISBN drin. Ja. Und da, die wollen wir jetzt nicht redundant wiedergeben, da reicht uns jetzt erstmal zu sehen, ist in dem HTML, was war dann auf der Seite, ist da irgendwie irgendwas mit .jpg vorhanden. Ja. Das damit können wir erstmal anfangen. Ich überlege gerade, ob wir das anders formulieren, sagen, das Buch ein Cover für die ISBN so und so enthält, dass wir die ISBN als Parameter noch mit übergeben.
Aber wir können jetzt mal so machen, wie wir einfach. Ich glaube, das wäre der zweite Schritt. Okay, dann and for every book, the book list contains a cover, hätten wir irgendwas angedacht. And for the book list contains a cover. Ja? Mhm. Zack. Und dann müssen wir hier für einen Step implementieren. Genau. Das haben wir wo? Das haben wir hier oben irgendwo. Step-Page. Booklist sind wir, glaube ich. Oder? Irgendwo bei then. Dann sind wir bei then. Dann sagen wir hier add then. Zack, zack. Stop. Und dann sagen wir public void checkbook. Oder so. Oder book cover. Checkbook cover. Checkbook cover. Camel case, nicht Camel case. Checkbook cover. Mhm. Sehr schön. Gut, also, jetzt kommt ja so ein bisschen Selenium-Magie. Also, was wir als erstes machen müssen, wir machen auf jeden Fall nichts falsch, wenn wir erstmal auf die Buchliste-Seiten gehen. Das ist wahrscheinlich ganz gut. Und dann können wir uns auch die nächste Zeile da auch noch ausleihen, dass wir uns die Referenz auf die Tabelle mit den Büchern holen. Gut, und dann müssten wir jetzt hier in der Liste, da müssten wir jetzt schauen, was ist denn in der Booklist drin? Wie machen wir das denn hier oben? Wir müssen ja, die parst tatsächlich schon die, also du kriegst eine Liste von, oder die enthält eine Liste von Büchern, ne? Also HTML Booklist, was kommt da? Get HTML Books, klingt das danach? Eine Map von String, bla? Ja, von ISBN auf Buch kriegst du da eine Map. Eine Map von ISBN auf Buch. Das heißt, ich brauche sowas wie Punkt Values. Mhm. Das sind dann alle Bücher, die wir haben. Ja, und dann will ich... Ach so, das mache ich mir mal zu einer lokalen Variable. Das sind die Books. Mhm. Dann sage ich hier mal... Zack. Keine Theorie darüber. Und dann wollen wir... Und dann so festhalten, dass es für jedes Buch ein Cover gibt. Joa, sagen wir mal, assert book. Punkt. Oh, es gibt noch keine Coverart. Das ist ja der Hammer. Get Cover brauchen wir. Ja. Und. Was war die? Contains String? Contains String, ja. Contents String.jpg. Ja. Sowas. Sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Dann müssen wir. Ne, das hätten wir, glaube ich, eleganter machen können. Mhm. Was ist Property? Property wäre es. Dann macht er dann auch schon die. Dann macht er alle dran. Sehr schön. Sehr schön. Damit dann sind wir jetzt erstmal fein. Allerdings vermute ich jetzt mal. Es wird noch nicht viel drinstehen, da wird das noch nicht auslesen, ja. Ja. Ich vermute mal, dass das. Genau, das so ein bisschen. Ich kann mal einmal erklären, wie die Logik da funktioniert, weil das habe ich, glaube ich, noch nicht irgendwo erklärt. Wenn du ein bisschen runterscrollst. Hoch? Hoch. Das andere runter? Ach so. Wenn du das, ja. Das gerade runterscrollen, aber das stimmt, das ist eigentlich hochscrollen, ne? So, ja. Scrolle eher in die richtige Richtung. Ziehst das, also weil ich, wenn man sie so runter. Ja, nee, verstehe ich. Das heißt, wir bekommen irgendwo eine ID oder wir bekommen das Element von der HTML-Tabelle und gehen dann reihenweise dadurch, dass wir eben uns die TRs holen und danach finden wir alle TDs in dem TR und iterieren dann über die TDs durch. Ja, und gleichzeitig, wie habe ich das denn mal? Genau, da oben hole ich mir einmal die Headers raus, hier in Zeile 16, um die, damit die Tests nicht kaputt gehen, wenn du eine Spalte einfügst in die Tabelle. Ne? Also es war mal so, dass du sagst, okay, dritte Spalte ist immer der Titel, also lese ich mal aus der dritten Spalte den Titel raus. Ja. Und so wie es jetzt hier gelöst ist Hauptsache, es steht Titel oben drüber und dann wird das schon richtig gefunden. So, und ich habe mich gerade gefragt, wo wird es denn aufgerufen? Im Constructor wird es aufgerufen. Gut.
Ja, das heißt, da müssten wir jetzt irgendwo noch den Case für ein Cover hinzufügen. Mhm. Was ist denn hier? Hier fehlt ein Break. Das sieht ganz danach aus, ja. Wer hat das denn verbrochen? Hier fehlt ein Break, Andreas. Das ist ja. Was ist denn da los? Kannst du mal kurz da das Blame-Tool anmachen, ob ich das war? Der Bene. Ich denke, da ist ein Bier fällig. Ich denke, da ist ein Bier fällig. Prost. Ja, Bröserchen. Ich denke, das reicht mir jetzt. Aber jetzt bin ich weg. Ich bin mal so ein bisschen angerutscht. Ich bin ja so außerhalb. So, wie nennen wir es? Cover, jetzt zum Beispiel sowas. Weil das wäre jetzt dann der Tabellenheader. Genau, damit würden wir sagen, wir erwarten in der Spalte Cover. Ja. Ein Cover. Und ich schreibe jetzt einfach mal Break hier hin. Damit du es nicht vergisst, meinst du? Damit ich es nicht vergesse. Damit es nie wieder vorkommt. Damit ich nicht so bin wie der Bene und der das vergessen hat. Oder wie andere Leute aus dem Autobild-Podcast. Vielleicht habe ich das ja auch geschrieben, der Bene hat es committed. Von daher sollte ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ach doch, aus dem Fenster lehnen ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. So, und jetzt setzen wir das Cover. So, dann müssen wir mal gucken. Current Column, Get Text, also ich nehme an, dass das irgendwie ein Image Text wird. Genau, also jetzt müssen wir halt gucken, was ist denn in dem TD wohl drin? Mhm. Und das ist wahrscheinlich ein Image Element und da brauchen wir das Source Attribut. Also Find Element bei Tag Name. Mhm. Das ist ja fantastisch. Und das ist dann IMG. Ja. Und dann Find Element. Wo ist denn? Dann, wo muss ich da hin? Hier muss ich hin, oder? Nein, dahinter noch. Ja. Dann muss ich hier hin. Sieht man das jetzt überhaupt? Das sieht man nicht, ja? Mach doch mal da das Links dazu. Dann sieht man mehr. Na gut. Mhm. Was haben wir denn hier? Jetzt Get Attribute. Und Source. Und das ist dann Source. Zack. Ja. Wenn wir alles richtig gemacht haben, sind die Tests rot. Dann gucken wir uns das doch mal an, ob die Tests rot sind. Wie kann ich die denn jetzt? Das war so. Sind das denn schon die? Ja, das ist falsch. Das ist falsch. So. Wir machen das so. Und wir gehen hier drauf und sagen. Ja. Sag doch mal was. Warum kann ich hier nicht so ran scrollen? Und da muss ich dann. Ich bin irritiert. Naja. Wenn man jetzt den Tastenkürzel wüsste, ne? Wenn man jetzt das. Aber du kannst das bestimmt aufmachen und auf den Pfeil klicken. Was? Oh ne, ich habe auch auf die Properties geklickt. Achso, das kann ja auch nicht funktionieren. Ich nase. Oh mein Gott. Das ist sweet. Ja. Der Chat passt überhaupt nicht auf hier, ne? Kommt überhaupt keine. Ja. Ihr macht das total falsch, alle. Einfach mal ordentlich. Es wäre Zeit für einen Witz. Jetzt immer ein Witz. Oh, ich habe vergessen, dich was zu fragen. Oh, was? Ich hatte vor, alle meine Gäste etwas zu fragen, nämlich wann die erste Zeile Code war, die sie geschrieben haben. Ah, okay. Wenn ja, das habe ich. Ich habe ja gestern in der Tat noch den Stream von letzten Mal gesehen. Ja. Und ich habe da ich ja gerade umgezogen bin, habe ich sogar noch alte Sachen gefunden. Hast du das gesehen? Ja, ist großartig. Das müsste ungefähr das erste sein, was ich. Na, nicht ganz, aber das war. Das ist doch nicht dein erstes Pascal-Programm gewesen, was du geschrieben hast, oder? Aber das war 11. Klasse sowas. Glaube ich, 11. Klasse. Und da war die CD-Verwaltung in. Wenn du die hast, in Turbo Pascal, ja. In Turbo Pascal. Natürlich. Das ist furchtbar länglicher Code auf endlos Papier. Das war wunderbar. Mit den besten Methodennamen ever. Ja. Nee, aber davor habe ich wahrscheinlich am C64 was programmiert. Der Kevin meint ja, ich glaube, du meinst es ja auch im Text-Adventure. Das waren auch meine Versuche. Das ist aber genau das Gleiche. Also das ist, ja. ich wusste auch nicht, also irgendwie Strukturen, das war alles verschachtelt. Und irgendwann war mir das zu kompliziert. Und dann habe ich, glaube ich, obwohl das jetzt wirklich, aber das war Basic oder C64 Basic. Ich glaube, ein bisschen habe ich sogar auch ein ZX Spectrum damals. Mein Vater hatte relativ früh ein ZX Spectrum.
Und also dieser englische, kennst du den noch? Diesen englischen 8-Bit-Rechner, ja. Nicht selbst gehabt, aber ja. Das Ding war. Ich hatte den C16 damals. Das Ding ist, ja, das war so vergleichbar mit dem C64 und ich habe natürlich auch meistens drauf gezockt. Ja. Und das heißt, Tape-Deck dran, dreiviertel Stunde warten, Kalifornien Games war da. grandios. Ja. Aber das Ding war so cool. Die Tasten waren belegt mit Basic-Befehlen. Das heißt, wenn du auf B gedrückt hast, war das jetzt Break oder G, Go to. Und so, das war. Du musst immer nicht so viel tippen. Ne? Das war schon, also quasi die IDE schon in der Tastatur eingebaut. Das war sehr cool. So, jetzt haben wir hier roten Test. Also mal gucken, ob wir hier was sehen. Oh, das ist die Exception, die zeigen wir nicht. Welche Exception? Ach so. So. Du könntest einfach den Report aufmachen. Der ist ja schöner zu lesen, als das, was da. Ich finde das ja, echt, ist das so eine Jailbreak-Sache, dass sie das nicht auf die Konsole rausprinten? Ja, du kannst es auch bestimmt, oder es steht wahrscheinlich auch irgendwo, aber das immer zu finden. Na gut, okay. Okay, das heißt, wir wollen Jailbreak. View? View? Mhm. Kann man das doch wahrscheinlich hier. Ich sehe es nicht. Reveal in Finder. Der jetzt direkt viel kleiner ist. Ist echt so, ne? Voll groß. Ne? Hä? Reports. Bam. Adbook ist schief gegangen. Hier. Mhm. A string containing JPEG, but was null. Völlig überraschend. Ja. Völlig überraschend. Sollen wir einfach mal sowas hardcodieren? Mal gucken. In die HTML, um zu gucken, ob das dann grün würde. Dann machen wir das doch mal. Also, Booklist. Ich mache hier ihn mal zu. Das heißt, ich würde. Mach mal so als erstes. Mhm. Das ganze Ding nennt sich Cover. Und dann machen wir hier CD. Stimmt, dann haben wir jetzt auch schon gesagt Image. Mhm. Jetzt habe ich natürlich kein Image parat, aber das ist ja fast egal. Test.jpg. Und müssen wir jetzt neu starten? Hier müssen wir, glaube ich, neu starten, oder? Nee. Nicht? Hm. Sicher? Achso, da. Achso, ja, du musst das Projekt schon mal neu bauen, ne? Also Command F9 schon. Ja. Achso, na gut. So, also Command. Das macht dein Dings aber auch nicht viel einfacher. Du. Müsste so Wartemusik oder irgend so eine Zwischenanimation kompiliert. Ja. Will it compile? Yeah. Oh, es geht immer noch schief. Oh, das ist jetzt schade irgendwie. Das jetzt ist was. Die kannst du einfach neu laden, genau. When it's a book with title source. Was ist denn da passiert? Von Holgers grauer MacBook? Holgers grauer MacBook, das bin ich, ja. Server did not provide any. Was? What? No such element. Unable to locate select or title. Ach, warte mal. Hab ich. Geht die Seite überhaupt auf? Probier doch mal bitte, ob die. TH title. Hab ich hier Mist gebaut. Nee. Can we resolve file test img. Guck doch mal bitte, ob die Seite überhaupt aufgeht. Weil dann wäre es tatsächlich no such element. Das, ne? Wäre zu. Oh ja! Und warum? Type not found. Also man muss dann tatsächlich doch trotzdem einen TH-Source machen, auch wenn es kein. Was hast du denn jetzt gelesen? Irgendwo type not found. Type not found. Also Time Leaf Source. Ja, ne, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Das glaube ich nicht. Ich glaube, er will einfach. Glaube ich für dich mit. Also bist du. Zack. Ne, so, zack, bums. Hm. Vielleicht doch mal neu starten. Und dann sehen wir, es geht trotzdem nicht und dann liegt es irgendwo anders dran, wie das immer so ist. Ach, du hast das Image nicht zugemacht. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Glaubst du aber auch nur.
Achso, jetzt muss ich Command F9. So, Command FN F9 ist das ja. Command F9. Ha! Sehr gut. Läuft nämlich nicht. Ich glaube, bei so einem Error muss ich das tatsächlich einmal neu laden. Achso, ich muss ja wieder Command, zack, F9. Er macht das hier, zack. War, läuft die überhaupt? Wir hatten ja gerade getestet. Die Test. Was kann denn da jetzt schief gehen? Das weiß ich nicht. Run Dashboard. Der läuft. Completed Initialization. Und wir kriegen auch keinen Fehler. Das finde ich gut. Oh, du machst Dinge kaputt hier hinterm Tisch. Du machst Dinge kaputt. So, gucken uns das jetzt mal an. Da, guck mal, da ist er. Show all books. Ja, mit Test. Da ist er. Da ist er. Hier ist doch Kacke. Also, jetzt machen wir hier nochmal. IMG. Source gleich test.jpg. Und zack. Mit Schräger. Noch da. Na, warte mal. Achso, ich muss jetzt wieder. Ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Also, ne? Wie fehlertolerant so Browser sind, ne? Ist aber nicht XHTML-kompatibel dann. das ist aber Mist dann. So. Außerdem stirbt mein innerer OCD da gerade, wenn du das nicht zumachst. Bitte diesen Schrägstrich da hinten machen. Danke sehr. So, aber dann sollten doch jetzt hier. Ja, die sollten jetzt grün sein. Mhm. Dein innerer OCD, sehr schön. Meinst du, der Gork guckt noch zu? Weiß ich nicht. Und wieso überhaupt Flunky? So ein Flunky-Ball? Oder? Oh, vielen Dank, Gork. Vielen Dank, Gork. Vielen Dank, Adam. nee, das war mein Spitzname von so seit Grundschulzeiten. Den habe ich so bis zum Studium quasi so beibehalten, da war das so, jeder kannte mich unter Flunky. Und irgendwann war das dann. Okay, möchte aber nicht mehr, dass du so genannt wirst jetzt. Ach, das ist mir jetzt aber, nee, irgendwann ist mir egal. Also das ist nur. Das hört sich nicht so an, als wenn dir das egal ist. Ja, weiß ich nicht. Das ist, ich habe es irgendwann halt einfach sein lassen, mich als Flunky vorzustellen. Das ist. Ja. Hast du denn so einen alten Spitznamen noch? Also wenn wir jetzt schon über meine peinlichen Spitznamen reden, dann. Nee, also einige Leute dürfen Andi zu mir sagen, weil ich das eigentlich überhaupt nicht mag. Mhm. Es gibt so ein paar Leute, die dürfen das. Ansonsten ist Abby noch so ein Spitzname, was einige mal gesagt haben. Mhm. Aber Andreas. Mhm. So, Testgrün. Testgrün, super, das reicht, oder? Fertig, würde ich sagen. Fertig. Das wäre doch eigentlich schon ein Commit, oder? Ja, das stimmt. Ja. So ein Work in Progress Commit. Achso, wir gehen erstmal auf einen anderen Branch wahrscheinlich. Ja. Den nennen wir. Cover. Cover klingt so nach. Ja, oder willst du irgendwie eine Nummer davor von dem. Achso, oh. Von, ja, muss man ja nicht. Nee, ich weiß nicht, was du. Das schaut doch nebenher mit einem Auge zu, mit dem zweiten Auge schreibt er Code. Ah, so, sehr gut. Was schreibt der Gork denn gerade für Code? Schreibt er Java-Code? Schreibt er Kotlin-Code? JavaScript-Code? Golang wahrscheinlich. Golang. Ah, oder Elixir. Elixir, ja. Haben wir gehört, wäre auch eine ganz tolle Sprache. So, 26 minus Cover. Jo. Sehr schön. Und dann würde ich das Ding nennen. Feature Jira 1234. Naja, weil wir keinen Jira hier haben für das Projekt. Ach so. Weil wir könnten jetzt natürlich trotzdem Jira nennen. Einfach, um Leute zu verwirren. Ja. So, ich hätte den ersten Commit jetzt eigentlich genannt Failing Acceptance Test, aber der fehlt ja jetzt gar nicht mehr. Dummy Cover. Dann sage ich jetzt immer First Acceptance Test. Aber das einmal finde ich ganz gut. Groovy für Jenkins. Oh ja, das ist anstrengend. Habt ihr üblicherweise so eine
Namenskonvention für Branches oder Feature Branches? Hm. Was sagst du für Feature Branches? Machen wir so einen Feature-Schrägstrich davor oder für meine Developer Branches? Ich habe es mal so oder so erlebt. Also ich hatte schon mal Projekte, da haben wir das konsequent mit Feature Slash gemacht. Mhm. Im aktuellen Projekt machen wir es nicht. Also, und es ist, tut mir jetzt, mein innerer OCD ist jetzt auch jetzt nicht arg beeinflusst. Also find, kann man machen, sieht ein bisschen ordentlicher aus, aber die sind ja hoffentlich alle sehr kurzlebig. Deswegen. Ja. Das ist für mich jetzt eher das Ding, Hauptsache ich arbeite auf einem Branch und ich arbeite schnell auf einem Branch und die sind halt schnell auch wieder zu. Das ist dann. So, machen wir das mal so. Gut. Also, als nächstes wollen wir haben es jetzt sehr hart verdrahtet. Ja. Wir wollen jetzt mal eher Richtung gehen, dass wir Richtige kriegen, oder? Ja, wir könnten jetzt den Fachtest ein bisschen erweitern und sagen, wir wollen irgendwo, dass die ISBN vielleicht in der URL auftaucht. Mhm. Dass wir nicht nur auf .jpg testen, sondern dass da irgendwo die URL auch drin auftaucht. Ja, gut. Wie hieß das? Command E? Was? Das war in Adbook Story. Nee, wo hattest du die? Hier war das Cover, nichts bei uns. Genau, wir haben ja sogar da das Book, ne? Also können wir auch sagen, dass wir asserten book.getISBN. So, was, ne? Ja, genau. Falls jetzt unser Buch nicht zufälligerweise die ISBN-Test hat, sollte jetzt wieder fehlschlagen. Nee, .jpg. Oder .jpg. Ja. Was? Ja, die Story sollte man daraus schon erkennen. Aus dem Feature-Branch. Ja. Ja gut, tun wir das ja mit der Nummer halt auch, weil das wäre ja... Ach so, na gut, wenn dann natürlich dann das Tooling Integration sich auf die Namenskonvention in den Feature Branches verlässt, das heißt, wenn man da ein Ticket verlinkt, dass das dann automatisch verlinkt ist, dann hat das natürlich deutliche Vorteile. Das ist vollkommen richtig. Okay. Das muss ich zugeben. Oh, da muss ich mal mit dem Gore quatschen, mal. Also, ich habe das noch nie wirklich funktionieren sehen, dass die Integration von Jira in das Versionskontrollsystem wirklich so war, dass man sich da wirklich drauf verlassen konnte, weil das irgendwo divergierte das dann oft und gerne. Das ist spannend. Das ist spannend. So, Test wieder rot. Test wieder rot. Ja, dann würde ich jetzt sagen, müssen wir mal drüber nachdenken, wie wir das jetzt richtig implementieren. Ne? Hier fehlt ein Space. Ja, sehr, genau. Hier fehlt ein Space. So. Wo kriegen wir denn jetzt die URL her für die Bücher? Ja, das haben wir ja gerade schon gesehen. Wir haben eine statische URL auf dieses openlibrary.org, wo irgendwie die Dings drin ist, die... Gehen wir mal kurz drauf. Haben wir das hier gerade offen? Das stimmt. Aber so mache ich das gar nicht, sondern wer erzeugt die? An welcher Stelle erzeugen wir die? Im Domain-Objekt oder im Service oder im Controller? Oder wir könnten es... Wir geben ja irgendwo jetzt schon die Bücher zurück. Also wahrscheinlich ist die Stelle nicht komplett falsch. Da können wir erstmal mit anfangen, denke ich. Und das machen wir wahrscheinlich irgendwo. Ja. Also im Domain-Objekt fände ich es persönlich, würde es nicht hingehören. Weil ich finde, das gehört nicht so zum Kern von einem Buch, eher so von der Buchrepräsentation. Ja, aber es ist eher so ein abgeleitetes Attribut. Wir erzeugen das ja aus der ISBN, da muss ich es vielleicht nicht dann auch da nochmal reinschreiben. Gut, man könnte jetzt natürlich sagen, du hast jetzt ein, das Ding hat einfach nur einen Setter, nur einen Getter und der gibt dir automatisch die URL zurück. Vielleicht auf dein eigenes Image-Repository. Ich find, da hast du irgendwo Integrationslogik im Buchdomain-Objekt. Integrationslogik? Versteckt, oder? Weil du sagst, okay, wir ziehen uns das aus dem Service. Ja, ich bin da hin und her gerissen. Also ich würde sagen, entweder Service oder Controller, eins von beiden. Ja, also wir plädieren letztendlich für ein View-Model. Mhm. Ja. Das ist mit verschränkten Armen. Ja, wir überlegen, wir sind ganz vertieft in, ob wir jetzt MVVM oder... Jetzt überlegen wir in großen. MVVM und schauen wir uns mal der Booklist-Controller. Mhm. Da holen wir uns ja alle Bücher. Es gibt so ein Find All Books und da kriegen wir das Domain-Objekt direkt rein. Mhm.
Das heißt, wenn wir das nicht in das Buch reinzaubern wollen, müssen wir irgendwas daneben legen. Genau, das heißt, wir müssen jetzt entweder uns so ein Form-Data-Objekt oder so ein Zwischenobjekt bauen. Oder wir missbrauchen die Map und legen noch was daneben. Und da ziele ich jetzt auch so schnell wie möglich den Testgrün zu kriegen. Also hier Red Green Refactor, wer es ja will. Okay. Das heißt, wir machen die erstmal die einfache, aber vielleicht noch nicht ganz schöne Lösung. Das heißt, hier hätten wir jetzt. Also wir schreiben da bestimmt erst einen Test dafür, bevor wir das machen, oder? Das sollten wir tun, ja. Das sollten wir tun. Ach, na gut, ich lösche es wieder. Und sonst, wie geht's da im Inneren aus der ISO? So, also, sieht man hier was. Das heißt, wir machen mal so einen Test hier. Zack, Test Method, bla. Should contain covers. Und das heißt, was rufen wir denn am Ende auf? Das heißt, wir rufen irgendwo Setup Form auf. Wir müssen find all Books mocken. Das wissen wir schon. Dann ist die Zeile auch ganz gutes Setup. Ja, und guck mal, da können wir ja jetzt was Neues machen. Da machen wir list.off mit dem Testbook. Dann wäre das aber nicht mehr, also willst du es dann hier auch refactoren? Ja. Ach so. List.off. Das Ding heißt Booklist. Sowas. Schön. Sehr schön. So, dann ist das wahrscheinlich nicht komplett falsch. Hier rum. Eigentlich kannst du das auch hier direkt hier inlinen, oder? Obwohl da oben, da brauchst du nochmal die Bookliste. Okay, ja, nicht. Covers holen wir. Dann ist das eine Liste von. Also, ich tippe Tor drumherum, welchen Typ wir jetzt brauchen. Ja. Actual, das heißt, du den kannst du schon mal ausdenken, während ich ganz langsam tippe. Dann fängt mit U an. Ist doch eine URL, oder? List von. Also, wir hatten das vorhin schon mal ausprobiert, das war sehr anstrengend mit URL, weil wir eigentlich so sicher waren, dass das richtig vom geformte URLs waren und trotzdem immer die Exception fangen mussten. Von daher sind wir dazu übergegangen, das als String zu machen. Was wir hier hatten, waren ja quasi keine Liste, sondern es war eine Map wohl. Genau, wir mussten das ja wieder den ISBNs zuordnen, von daher war das eine Map, ja. Aber Map, machen wir das direkt oder fällt uns noch was? Nö, String auf String. String auf String. Wir geben auf. String auf String. Wir sind zu alt für den Scheiß, weißt du? Welcher Film war das? Ich bin zu alt für den Scheiß. Ist das? Das war doch. Stirb langsam war das. Ja? Ich meine, das stirb langsam. Chat, welcher Film war das? Tschüss, Gorg. Schön, dass du mit dabei warst. Tschüss. So. Model Map Get. Ach so. Ja, List von Book ist natürlich Quark. Ja, ist natürlich Quark. Reicht das da nicht? Reicht das dann so? Diamond. Nö, mal gar nicht. Identify expected. Tja. Na gut. Joa. Ja, und dann wollen wir, dass da mindestens eins drin ist, ne, würde ich sagen. Boah. Genau, eigentlich Actual Covers wollen wir. Wenn wir auf die Größe gehen, können wir das Keyset zum Beispiel uns beschränken. Keyset Values? Oder Values, genau, das gleiche raus. Has size, wann das soll? Has size, wie viel? Uno. Zack. Was? Achso. Was?
Ja. Es ist Red Green Refactor. Das ist nicht Green Green Refactor. So, das heißt, wir haben ja schon diesen Typen hier gerade irgendwo hergekriegt. Ja. Covers. Und hier können wir jetzt auch schon, den Typen kennen wir jetzt ja schon, der geht von String nach String. Und das ist eine neue Hashmap. Mhm. Nee, das ist, Was? Das ist eine, gibt's ein Map-Off? Map-Off? Ja. Und dann kann man doch garantiert, nee, wie funktioniert das? Jetzt bin ich gespannt, weil das weiß ich jetzt auch nicht. Ich auch nicht. Return empty collection. K1? Ja. Natürlich, klar, so geht das. Map-Off. Und das ist dann... Ja, wie kann ich da mehrere? Nee, wir testen im Test ja nur, dass das 1 ist. Ja, aber wie könnte ich denn da bei dieser Map off dann mehrere da reinstecken? Ich befürchte, dass es dann so eine Syntax ist. Man macht sogar K2 V2 daraus. Ja, das ist... sowas hat man ja schon mal... Also hier, das wäre dann... Okay. ISBN... Testpunkte weg. So was. Ja. Und das heißt, dieser Test ist jetzt grün. Yay! Ist das nicht geil? Ich bin beeindruckt. Ja. Aber wir brauchen jetzt ja eine Methode. Nee. Wie nennen wir die Methode, die uns jetzt aus... Get covers for books oder sowas? Get covers for books. Get covers. Oder get cover URLs for books. Machen wir das dann so oder machen wir das dann so? Mhm. So was? So, dann machen wir hier mal protected raus, dann können wir nämlich auch testen. Und du willst vielleicht noch die Buchliste da reinstecken? Ich möchte auch die Buchliste da reinstecken, das ist völlig richtig. Das sind dann Books. Books, das ist dann eine Liste von Book. Hallo, da sind ja Hemchris-Matcher. Genau, mehrfach sogar. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir arbeiten gerade an der Story, um ein Buchcover anzuzeigen in der Buchliste. So. Protected. Also ich würde jetzt vorgehen, ich würde jetzt hierfür mir einen Test schreiben, der dann direkt schief geht. Außer du testest dafür das ISBN und Google.de. Ja, egal. Das könnten wir... War ein lamer Witz, ja. Das könnten wir tun. Also, Test Method should... Machen wir auch sowas wie should contain empty map for empty list und sowas? Oder machen wir jetzt nur die... Guckt der Alex zu? Ich glaube nicht, nein. Dann machen wir es gar keinen Fall. weiß ich nicht. Ich würde jetzt so testen, dass der String richtig zusammengebaut wird für ein Buch, was reingesteckt wird. Oder? Should build vielleicht auch für zwei Bücher. Cover. Nee, man nennt das Cover Map, klingt blöd. Should build Cover Map for Books. Ja. Should build Cover Map for Books. Klingt irgendwie doof. Also, wir rufen jetzt diese Methode auf, die ich genannt hatte. Get cover all for books. Vielleicht wird sie auf dem Booklist Controller auf. Das wäre ganz praktisch. Und hier kommen unsere Testbooks rein. Gleich. List of. Das hast du ja gerade gezeigt, sehr schön. List of. Wir haben ja schon eins hier. Ein Testbook. Nehmen wir einfach.
Und wir nehmen einfach Testbook 2. Was sagt das OCD zu einem Underscore oder eher so? Das ist dem egal. Also, gut. Das erzähle ich dem Bene, dass du hier einfach so Zeilen kopierst, als wenn es nichts wäre. Ja. Ja. Lustigerweise heißt die ISBN hier ISBN. Das ist ja direkt das, was du sogar auch als Key reingeschrieben hattest vorhin nie mit. Nie auf Publication 2016. So lange macht ihr das schon? Ach, schon länger. Okay. So, Booklist Controller, dann sagen wir hier Introduce Local Variable, Cover All. Boah, stimmt schon mal gut. Und dann sagen wir Assert That. So, was sollen wir jetzt prüfen? Also das Einfachste wäre jetzt, wenn ich jetzt einfach sagen würde. Es sollten zwei drin sein, oder? Es heißt, genau, es heißt 2. Genau, aber das müssen wir auf einer Collection machen, so, nicht auf einer Map. Also richtig. Dann entweder Keyset oder Values. Und jetzt ist er rot. Ja. Völlig überraschend ist er rot. Ich weiß, was du jetzt vorhast. Kann man hier noch mehr Parameter dranhängen? Ja. Ich möchte das mal ausprobieren, aber nee, das ist mir jetzt. Ach, ich werde kribbelig. Ja, wir können ja hier so mit Stream API auf die Books zugreifen und vielleicht die URL noch nicht generieren, aber vielleicht jetzt im ersten Schritt sagen, wir wollen aus allen Büchern. Nee, war das nicht wie Collect? Ja, Stream, stimmt, das hat mir irgendwie, mit Map, also wir haben hier eine Liste und wir möchten da einen anderen Typ rausmachen. Mhm. Map ist dann, glaube ich, Typ Preservant. Also quasi, du kannst halt irgendwie nur eine Liste von List, also eine Liste nach Liste machen, ja, glaube ich. Das ist, vielleicht geht das mit Reduce. Damit Reduce kannst du ja, weißt du, in JavaScript kannst du da die Struktur komplett ändern. Aber es gibt hier diese Collectors. Mhm. Und es gibt da doch irgendwelche abgefahrenen Collectors. Collectors. Punkt. To map. Das klingt auch gut. So, und der wartet jetzt einmal, woraus er den Key bauen soll und einmal was, woraus er den. Das war dann. Ach, aber das wollte ich mal ausprobieren. Das kann doch IntelliJ garantiert. Wenn ich book.getID. Nee, getISBN. Okay. Hab ich denn Books? Nee, Books. Hast ja kein Book. Ach so, okay. Genau. Kannst du was Festes da reinschreiben? Also könntest du jetzt quasi das einfach so da reinkopieren? Dann hätten wir zwei davon. Aber es wäre für jedes das gleiche. Weißt du, was ich meine? Ja. Ach nee, was wäre? Ja, das machen wir gleich. Ich dachte jetzt, du kopierst das hier unten, das Harte, einfach so da rein. Das wird zwar für jedes Buch was generieren, das aber immer ISBN und die gleiche URL ist. Aber da weiß ich nicht, ob das geht. Boah, mal gucken. Ich auch nicht. Find's was. Value Mapper. Ach so, das wäre dann, der Value Mapper wäre dann Item oder Book. No instance of. Ach so. Ich finde immer super kryptisch, ne? Also, wenn man sich so eine halbe Stunde einliest, dann macht die Fehlermeldung irgendwann Sinn, aber. Mhm. Aha. Gut. Also, vielleicht brauchen wir bei dem Key, macht doch das gleiche bitte auch mal bei dem Key. Auch irgendwie so ein Item wird assoziiert zu ISBN, vielleicht ist er dann zufrieden, oder? Also, Item geht nach. Ach so. Na gut. Guck mal, wir kriegen wieder super Tipps aus dem Chat. Genau. Book wird zu ISBN, ja, Book okay. wird zu something, ja. Ja, okay. Na gut. Dann können wir den Test ausführen, den ich jetzt irgendwo habe. Da. Nee, den wollte ich haben. Der sollte doch jetzt schon grün sein.
Nein, ist er natürlich nicht. Duplicate Key ISBN. Ja, es kam schon vorher im Chat. Knallt aber Non-Unique Key. Na gut. Na gut. Dann machen wir es einfach vielleicht doch dann doch richtig, ne? Dann machen wir es doch richtig. Ja. Also, das ist hier Book. Ne, dann musst du tatsächlich klein machen. Also book.getISBN. Das geht aber doch, glaube ich, getISBN. Aber ich glaube, das kann man doch. Ja, wir hatten das vorhin anders. So, genau. So kann man das tun und das wäre dann. Ja, das kannst du einfach so lassen. Der Test ist jetzt grün. Ach so, jetzt das stimmt natürlich. Ich dachte, du wolltest den kompletten Shortcut jetzt machen. Ja, fantastisch. Jetzt ist er grün. So, jetzt können wir noch abprüfen, dass da irgendwo für eine ISBN die richtige URL auch erzeugt wird, oder? Und dann würde ich sagen, war durch. Also, dann sagen wir. Cover alls for books. Genau, wir machen noch einen Getter auf ISBN. Values. Nee, nicht Values. Get. Warum Get? Achso, oder Values. Ja, okay. Ich dachte, wir gucken da jetzt einfach rein. Ne? Ja, okay. Contents. In any order, oder was heißt das? Hm? Ja, guck an. Und dann wäre das. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie die. Ich überlege gerade, ob ich URLs das aufgebaut sind für Open Library. Gucken uns das mal aus dem. Aus dem Pull Request an. Das sah schon ganz gut aus. Das hier. Nur, ich glaube, wir nehmen nicht minus M, wir nehmen minus S. Okay, aber du hast was Falsches kopiert. Oh, verdammt. So, das. Wie ist eigentlich der Ton heute? Wir waren letztes Mal ein bisschen sehr leise. Ich sehe uns hier gut im gelben bis roten Bereich. Von daher hoffe ich, dass wir laut genug sind und lauter als letztes Mal. So. Zack. Plus. Top Ton und Bild. Sehr schön. Dann. Testbook, get ISBN. Plus. Ich möchte den haben. Zack. Und das geht garantiert noch eleganter. Biene, er kopiert schon wieder. Zack. So. So stelle ich mir das doch vor. Ist schon ein bisschen gehackt, oder? Okay. Inwiefern? Weiß nicht. Ich setze einfach hart da rein. Passt schon. Zumindest einen Zeilenumbruch jetzt spanieren können. Ich wundere mich, dass ich drücke hier auf Format. Achso, das ist, passiert nichts. Da passt vom. Das weiß ich nicht. Warum du da eingestellt hast. Warum gibt's hier. Warum ist nur Projekt nichts eingestellt? Da kann man da was machen. Moment, wir haben noch was vorbereitet. Das zeigen wir aber gleich erst. Das heißt, unser Test sollte jetzt wieder rot sein. Not matched. Sehr schön. Und jetzt machen wir. Mach du mal, ich mach mal gerade ein bisschen. Mich stört, dass wir so einen leichten Schatten haben. Ich guck mal, ob wir das. Also, ja, nicht mental, sondern. Achso, na gut. Ob wir den hier wegkriegen. Jetzt sind wir ganz weg. Wow. Sind wir ganz weg? Und jetzt sieht man den Greenscreen hier. Nein. Matrix löst sich auf. Was tust du da? Wie, das ist ein Greenscreen eigentlich? Na, ich weiß nicht, von welchem Greenscreen du geredet hast. Also ich kenne nur dein aufwendiges Setup, dass du hier die Bilder drauf projizierst. Genau, so ein Backprojector, der den Desktop einfach auf so eine riesen Leinwand hier hinten projiziert. Das wäre eigentlich auch cool. Ja, der macht dann zwar riesen Lärm, aber. So, zum Map. So, boah, das war alles nicht hübsch, du. So, aber so würde ich mir jetzt vorstellen. Ja. Irgendwie. Für den Moment. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Boah. Ja.
Das heißt, wenn wir den ganzen Controller-Test jetzt mal laufen lassen. Kann man das hier nicht? Geht das? Achso, ich müsste auch in den Test gehen. Ich suchte gerade schon, wo man alle Tests auswählen kann. Auch noch grün. Wir sind immer noch grün. Sind wir jetzt fertig? Oder irgendwas fehlt uns noch? Boah, ich glaube, das müsste. Achso, wir müssten noch verdrahten, dass wir tatsächlich auch die richtige URL anzeigen in der Tabelle, ne? Genau. Das würde uns jetzt der Acceptance-Test sagen. Der dürfte rot sein. Der dürfte immer noch rot sein, genau. Da fehlt uns dann noch was. Ja. Das heißt, wir haben ja hier was eingefügt. Genau. Das heißt, aber da müssten wir irgendwo aus dem Covers das rausholen. Also, jetzt brauchen wir wirklich TA-Source wahrscheinlich. Mhm. Dann ist das sowas. Dann ist das sowas. Man steht ja sogar vor Covers. Abgefahren. Ja, ich wollte ja auch Return drücken. Achso. Ich finde das finde ich echt Magic, weil das ist. Hat irgendwie so nichts miteinander zu tun. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Und dann ist das Book. Ach nee, muss ich? Nee, geht das so? Ja. Punkt ISBN. Punkt oder get ISBN? Ist das so richtig? Time Leaf. Mhm. Du sagst das so. Ich sag das so. Du sagst das so. Dann guck doch mal. Hast du Command Shift 9? 5 9? Command nie. Zup. Masinara, zup. Ja, ist ja der Wahnsinn. Abgefahren! Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich glaube dem nicht so richtig. Ich glaube nur unserem Akzeptanztest. Ja, völlig zu Recht. Weil das ist der Test, wo unser PO drauf guckt. Ja. Das ist, der guckt sich keine. Der begibt sich nicht in die Welten des Browsers. Der guckt nur auf den Akzeptanztest. Der guckt auf den Report. Der guckt nur auf den Report, genau. Das ist in HP, wie hieß das furchtbare Tool noch, mit dem ich mal... Quality Center? Ja, genau, in HP Quality Center. Ja, das kenne ich, ja, das ist schön. Das ist, da hat man als Entwickler auch, da wo ich es verwendet habe, keinen Zugriff drauf. Wir haben mal eine Integration gebaut von JBehave in Quality Center, wo die JBehave-Berichte automatisch an die entsprechenden Quality Center-Berichte, Tests gehängt werden. Ich würde fast erwarten, dass es jetzt grün ist. Das würde ich jetzt auch hoffen, weil es funktioniert ja und der Test testet Dinge, die er testen sollte. Du. Könntest du jetzt zugucken, wie der Browser läuft, wenn du schnell genug bist? Ja, ne? Ja, aber ich glaube jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Also ihr habt ja hier genau, von C eingebaut, ja. Secret, aber ich glaube, das ist jetzt schon zu spät. Genau. Beim nächsten Mal. Es ist jetzt ist es zu spät. Es ist immer noch zu spät. Ein bisschen magisch ist das jetzt schon. Ist grün. Ich muss sagen, das finde ich ein bisschen geil. So. Finde ich ein bisschen geil. Soll noch was refactoren oder ist mal fertig? Boah. Wir haben auf jeden Fall lange nicht committed, oder? Ja. Und das ist, nach First Acceptance Test kommt dann Working. ja, fantastisch. Ja. Wir könnten vielleicht der. Ja, ein bisschen höher, oder? Dem Höhe. Ja, mach mal den Commit, weil da so eine Zeile ohne Bild, das sieht irgendwie doof aus. Genau. Kannst du es doch mal eben machen, dass man mit der Maus oder drüber hovert, dass dann das Große anzeigt? Oder machen wir später? Machen wir, muss ich da mal. Das hat mich aus dem Dings gebracht. Du wolltest einen Commit-Kommentar schreiben. Ich wollte einen Commit-Kommentar schreiben, ja. First Version of. Können wir mal unser Publikum fragen. Sind wir damit jetzt zufrieden oder auf müssen wir noch was tun? Book Cover. So. So. Also, wir wollen jetzt eine. Wir wollen jetzt. Wenn wir die große haben wollen, dann müssten wir auch beide Bilder nochmal in die Dings reinlegen. Ihr habt mir Spaß gemacht. Also, Wie würde ich das denn? Ich glaube, ich würde nur die große da reinlegen, die einfach klein anzeigen und dann die. Okay. Das muss ja sowieso geladen werden dann. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also, dann sagen wir hier, wir sagen dem Steil und wir sagen dem Height. Was weiß ich, 50 Pixel oder so.
Hier ist Kommentar, da ich den einfach verpasst habe, will ich nicht einfach so meckern. Gibt es einen Grund, warum ihr den Controller nicht als @webmvc-test testet? Gibt es bestimmt. Historische Gründe. Was wäre das? Jetzt bin ich natürlich direkt. Ja, ich auch nicht. @web, habe ich, das sagt mir irgendwas. Webmvc-test. Testing the web layer. Ist das Add Controller, bla 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 bla. Testing the application. Spring Boot Test. Ist das. Nee, Spring Boot Test. Achso, Add Web MVC Test. Und was macht er dann? Ich glaube, das fährt dann die Teile so, von dem okay, Spring-Container hoch. Das, was ich am Anfang, weiß nicht, habe ich das vorher oder das haben wir schon mal gebaut, das über MockMVC zu bauen. Ja. Ja. Können wir uns mal aufschreiben, ne, dass man das vielleicht mal noch strukturieren könnte. Ja. Ja. Oder wir akzeptieren auch Pull-Requests. Ja, wir haben eine Halt hinterlegt. So, ich habe wieder nicht. Ich habe wieder nicht. Zurück. Ja, da sind natürlich Testdaten drin von dem Testlauf. Und da gibt es offenbar nur für das erste. Du kannst ja mal ein Buch anlegen und dann gucken, ob die ISBN erscheint. Von deinem. Ich habe gehört, du liest gerne über UML, nee, über Softwareentwurf. Und ach so, du meinst, ich möchte Buch? Dieses Komponentenmodelle. Ja. Das ist mein Lieblingsbuch. Komponenten von einem Herrn Andreas Thiel, wie der Handballtorwart. Aber bist du sicher, das ist nicht der? Da, das hier, das legen wir jetzt mal an. Oh, das war ich nicht. Ich fand das damals, damals fand ich das geil. Programmer's Choice. Das habe ich in der Uni, da habe ich eine Vorlesungsreihe Komponentenmodelle und da kam da drin vor. Das fand ich richtig geil da. Aber, ja. Da ist irgendwie EGB 1. Das sah so kompliziert aus. Das muss geil sein. habe ich auch noch mit angefangen. Nicht mit EGB. EGB 2.1 habe ich durch angefangen. First, ISBN. So, jetzt wird spannend. Wo finden wir denn hier die ISBN? Ja. ISBN 10. Oh, wir können natürlich nur die ISBN 10. Noch gleich dann auch die ISBN 13. Author Andreas Thiel und noch irgendwer anders. Hier, da ist immer noch aktuell. 2000. 2000. Mann. Ja, na, sogar mit Cover. Yes. Ist er denn angekommen? Hier, der. Wie? Der? Die Höhe ist angekommen. Fantastisch. Ja, sehr schön. Das können wir noch. Ja. Und dann? Das fände ich jetzt erstmal so rund. Mhm. Oder? Na gut. Ja. Oder schmerzt dich da jetzt noch irgendwas? Lass uns mal kurz gucken, ob wir in dem Controller. Wir können jetzt hier noch einen Typ vergeben. Und das gefällt mir irgendwie nicht, aber. Aber ich hätte jetzt auch spontan keine wirkliche schnelle Verbesserung. Ja. Na gut. Dann gibt es einen schnellen Commit. Guck mal, es gibt einen Kommentar von Hermione. Korber wird heute noch mindestens an einer Hochschule gelehrt, inklusive Coding. Ja. Abgefahren. Und hier wird nochmal erläutert, Web-MVC-Test wäre Integrationstest mit dem Spring-Layer, da man dann ohne viel Aufwand merkt, ob Pfade und so richtig sind. Ja. Wobei wir den Pfade ja gar nicht getestet haben, oder? Nee, das wäre, ja so haben wir das damals auch mal eingesetzt, damals TM. ja, aber ich glaube, für das Feature gerade hätte das keinen Unterschied gemacht, ne? Das ist eher, warum man das nicht vorher schon mal gemacht hat. Um zu gucken, okay. Ich würd die jetzt eher noch daneben legen. Also das waren für mich jetzt klassische Unit-Tests, also quasi nur den Controller in sich getestet. Aber da WebMVC-Tests dazulegen, finde ich, glaube ich, ganz sinnig. Ja. So, was haben wir gemacht? Git, Commit.
Minimum Height for Bros. Minimum. Haben wir eigentlich deutsche oder englische Kommentare? Das ist Englisch. For Bros. Ich war mal beim Kunden, ich verrate nicht welcher, eine größere Versicherung, die noch ganz viel nicht nur Korba gemacht haben, sondern auch strategisch auf Korba noch gesetzt haben und dann die Auszubildenden auch alle in Korba geschult haben und sich ihr eigenes Development Environment in Eclipse in Korba gebaut haben mit den ganzen Tooling und so. Das war konsequent. Ja, cool. Bevor du pushst, sollen wir noch einmal formatieren und gucken, ob da alles richtig formatiert ist? Oder? Das möchtest du jetzt in diesem Pull-Request, möchtest du das einbauen? Oder machen wir das separat? Ich meine, es ist jetzt nicht so riesengroß. Was würde der Biene sagen? Moment. Ja. Der Biene sagt, er spricht nicht zu mir. Achso, okay. Na gut, dann. Dann hätte er jetzt die Möglichkeit gehabt. Na gut. Also, so ein Editor-Config möchtest du haben? Ja. Aber ich weiß nicht, wie die, wie man alles auf einmal. Oder lass uns das gleich machen, weil dann formatieren wir einmal alles und dann. Nee, aber wie kann man denn alles einmal formatieren? Irgendwo auf dem Root, Rechtsklick, Format. Ach so, über IntelliJ geht das ja nur? Geht das nicht irgendwie per Maven? Nee. Nicht? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Na gut. Na gut. Also so gut wie Prettier funktioniert das nicht. Oder sowas wie, na gut, na okay, na gut. Naja, ihr Java-Leute seid ja Kummer gewöhnt. Ich google mal eben nach Editor-Config Maven. Ja, ich kriege das gleich wieder richtig um die Ohren gehauen, ich weiß. Und auch völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Also, ja, Problem war, wir hatten bisher keine gemeinsamen Standards zum Code-Formatieren. Von daher kam immer mal, guck mal hier, der ist immer mit Tabs und möchte mit Spaces oder umgekehrt. Mhm. Und du pusht das erstmal, ne? Ja, pusht erstmal. Mhm. Da hat man mal so im Kollegenkreis kurze Stimmung-Builds eingeholt, wie das denn so einige machen. Und so die beiden Versionen, die ich gehört habe, war für was Einfaches, könnte man Editor-Config benutzen. Da legt man so einen Punkt Editor-Config einfach ins Hauptverzeichnis und hat schon ganz viel eingebauten Support aus IDEs oder kann sich Plugins dafür installieren. Wenn es ein bisschen ausgefeilter sein möchte, weil Editor-Config tatsächlich nur soll Spaces oder Tabs und wie viel so eingerückt werden und Zeilenende am Ende in der Datei und was für ein Encoding. Ich glaube, damit habe ich schon alle Features aufgezählt von Editor-Config. Wenn es komplizierter sein soll, hatte ich jetzt von mehreren gehört, dass die zumindest für die Eclipse- und IntelliJ-Nutzer den Eclipse-Formatter nehmen und da gibt es ein Plugin für IntelliJ, um den Eclipse-Formatter zu benutzen oder der das genauso tut wie der Eclipse-Formatter und dann auch in IntelliJ die Save-Actions anmachst, dass du mit jedem Speichern den Code formatierst. Ja. Nee, wir haben es ja gerade schon im Vorfeld mal ausprobiert und ich fand das doch sehr beeindruckend, dass das einfach in IntelliJ funktionierte. Du legst einfach die Editor-Config dahin und das Ding läuft einfach. Ja. Ich habe verzweifelt gesucht, wo kann ich es jetzt einschalten, bevor ich gemerkt habe, es war ja schon längst. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Finde ich sehr geil. Genau, von daher würden wir jetzt damit starten und sagen, damit zumindest alle, da können wir jetzt, du kannst jetzt allen deine Präferenz aufzwängen. Ne? Sollen es Tabs oder Spaces sein? Tabs. Und einfach nur um zu trollen, Tabs. Ach genau, und wie soll der Line-Feed aussehen? Ne? Control oder also. Gibt es da nicht auch was Esoterisches? Control, Line-Break. Ja, es gibt nicht irgendwas. Es gibt doch in jedem. Ich glaube, die Macs machen nur das andere. Also Linux macht ja nur eins, Windows macht beides. Ich glaube, hat mal irgendwie genau das andere gemacht, von dem, was Linux gemacht hat. Einfach nur, um es anders zu machen. Na gut, na gut. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit hier den Pull-Request gemacht. Ja. Für den Dingsbums, da können wir mal kurz durchgucken. Cover, Set Cover. Gehst du live? Warum machen wir das nicht mit Lombok eigentlich? Ist das so? Was? Nee, weil Get Cover, ich habe so, jetzt wo ich so drüber nachdenke, habe so lange keine Get und Setter mehr geschrieben, weil man immer eigentlich Lombok verwendet. Ja, könnt das HTML-Book doch auch mit. Ach so, ja, da habe ich es einfach nur noch nicht eingebaut in das so, Modul. Okay. Das, aber da hast du völlig recht. Okay, und zack. Tazit oder was? NFL-Book. Tazit doch. Ja, das ist schick. Ja. Tazit doch ganz gut aus.
So, kann ich denn jetzt hier? Du kannst noch nicht, weil der Service noch nicht fertig ist. Oder? Ja, nee, ich suchte gerade den Merch-Knopf, aber das, ja. Den gab es in dem nicht. Gibt es hier nicht Merch, when. Also bei GitLab gibt es halt sowas Merch, when checks complete. Okay. Das ist dann immer. Nicht. No haben wir denn noch Lust auf ein kleines Feature noch? Oder? Ja, klar. Ja, okay. Oder ja, nicht? Bist du, oder? Ja, nee, nee. So, Merge Pull Request. Zack. Hm? Yay. Es ist und dann ist es gleich auch automatisch auf Stage. Also ja. Gehen wir gleich auf. Delete Branch, denke ich mal. Noch. Wobblehead-stage.heroku. Was? Heroku App, glaube ich, ne? Punkt. Tralala. Good checkout master. Und erstmal nochmal neu holen. Was? Ist up to date? Das kann nicht sein. Zack. Was war das? Wobblehead-stage. Bindestrich-stage.heroku. Also dieser Fehler wäre dem Kevin nicht passiert. Der Wobblehead ist ja natürlich bei H-A-T. Ach so. Ja. Und ich glaube, es heißt herokuapp.com, aber das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Zack. Wahrscheinlich deployt er gerade neu. Mhm. Wobblehead. Klingt nach einer Heavy Metal Band. Weißt du nicht, wer Wobblehead ist? Doch, du hast es mal erklärt. Ich hab's das, erklärt, ne? Das war Terry Pratchett-Universum. Sehr gut, ja, genau. Das ist der Bibliothekar aus dem Terry Pratchett-Universum. Ja. Aber Terry Pratchett ist bisher so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Muss ich jetzt leider. Ich bin kein großer Fan, aber so ein paar Bücher habe ich gelesen davon. Ja, es gibt ja doch eigentlich so, auch so speziell, so in der Nerd-Ecke ist der doch schon sehr, sehr beliebt. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist nie so richtig bei mir angekommen. Da komm, dann machen wir. Mhm. Ja, oh, jetzt kommt hier. Sollen wir erst ISBN 13 oder erst. Oder erst. Trimmen, oder möchtest du erst Editor-Config machen? Oder erst Editor-Config, genau. Jetzt haben wir es schon so angerissen. Dann mach das doch mal. Editor-Config. Also. Auch direkt auf Master. Fertig. Boah, da muss ich aber heute Abend heiß duschen. Und die Zunge aus, weil die Mund auswaschen. Ja. So, zack. New. Weil. Und. Ihr könnt mal im Chat schreiben, wie ihr das macht, dass ihr alle die gleichen Formatierungsregeln habt über unterschiedliche Entwicklermaschinen und IDEs und Betriebssysteme hinweg. Genau. Sort. Und dann möchte ich. Die Syntax hier ist jetzt. Achso. Sozusagen einrücken mit Leerzeichen, vier Leerzeichen. Haben wir vier oder zwei? Warum nicht drei eigentlich? Ich kenne. So im. Oder sieben? Also, prettier Standard ist 2, so im JavaScript-Bereich ist 2 so, im Java-Umfeld kenne ich 4. Jetzt haben wir hier aus Gründen, ich muss zugeben, ich habe mir das irgendwo her kopiert jetzt, weil LF braucht es nicht, Charset, UTF 8. Auf jeden Fall. Ist das eigentlich so, dass das bei Java immer noch so ein Problem ist mit UTF 8? Nee, im Gegenteil, aber. Viele haben halt. Ich kenne es noch so, dass wenn du unter Windows irgendwo deinen Workspace hast, dann hat Eclipse das gerne mal per Default auf das Latin One. Oder, stimmt, die Geschichte war es, ja, okay. Das, ne, und dann hast du da irgendwelche, wenn du das dann in UTF-8 öffnest, dann sieht das alles anders aus als erwartet und umgekehrt. Nee, ich kann mich noch an ein Projekt erinnern, ist schon auch schon ein paar Jährchen her. Und da meinte der Kollege damals, der war so ganz begeistert von UTF-8. Und da dann auch angefangen, UTF-8 den Methodennamen zu verwenden. Also, ja. Also mit Ü und so weiter. Das ist ganz wahnsinnig geworden. Habe ich auch schon bei Kunden gehabt. Die hätten dann auch deutsche Methodennamen. Und das war dann natürlich, das ist doch alles die UTF-8. Ernstes Gesicht aufgesetzt, das ist doch alles UTF-8. Das kann gar nicht schiefgehen. Das lief auch erst ganz gut. Hat's geknallt? Der Integration-Build ging dann schief. Das war dann eher unangenehm, weil man das dann am Wochenende fixen musste. Sonst war die Stimmung gut. Sonst hier. Aber das finde ich auch mal erstaunlich, ne? Wo alles was schief geht, was eigentlich funktionieren sollte. Ja, also warum auch der Integration? Leerzeichen, Umlaute, ist alles mal so. Dieser Integration Jenkins damals, der war doch. Nee, damals war es noch ein. Es war nicht Jenkins, wie hieß das Ding davor? Hudson, ja.
Ja. Ja. Mich hat gerade noch genervt. Aber Leinenlänge 80 oder machen wir 120 eher? Also 80 ist schon arg klein, oder? Machen wir 120, komm. Ja, wie bei Spring, wenn man längliche Dateien hat. So, ich möchte hier meine DS... Das hat mich gerade genervt. Wo ist sie denn? Wird da natürlich nicht angezeigt. Wird da natürlich nicht angezeigt. Punkt DS-Store. Ja, Punkt DS-Store. Punkt DS-Store. Nee, alles groß, oder? Nein. Ne? Doch nicht, okay, alles gut. Punkt DS unterstrich Store, aber warum hat er das jetzt nicht? Doch, hat er doch. Oder? Ach, sehr schön. So, Git Commit. Hast du ja alles formatiert jetzt auch schon einmal? Oder nö. Machst du erstmal die ASR-Config und dann im nächsten Commit alles einmal Format All? Format C. Schöner Commit. Adding Initial Editor Config. Und dann sagen wir, wo sagst du jetzt geht das? Ich kann jetzt hier hingehen und sagen. Ja, entweder da, oder? Ich kann jetzt hier Analyze, Refactor. Oder warte mal, wenn ich... Oder auch im Source-Folder, ne? Show Reformat-Dialog ist der hier. Zack, zack, zack. Warum kommt der nicht? Da, genau. Scope. Optimize Imports wollen wir nicht. Nicht? Mach doch. Achso, na gut. Ja. Filter, Scope, Project Files. Project Files. Erp, Cancel. Hätte ich jetzt gesagt, wohl. Module Wobblehead, Module Wobblehead. Zock. Ja. Run. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gespannt. Nichts oder was? Nichts ist jetzt wenig. Dann hätte ich es mal in die Editor-Config geändert auf eine andere Einrückungstiefe und. Oh, okay, na gut. Dann müsste ich ja quasi alles ändern, oder? Naja, es ist ja nur der Master. Ja, Checkout minus minus. Na gut. Achso, wir sind jetzt hier hingekommen, zack. Show Reformat Dialog. Ich weiß nicht, was du da gerade gedrückt hast. Shift, Option, bla, L. Vielleicht hast du dann da links irgendwas. Hilfe, Chat, wir brauchen Hilfe. Okay. Wir sind zu dumm zum Formatieren in Eclipse. Ja. In Eclipse, IntelliJ. In Eclipse. Reformat Code, nehmen wir einfach das. Ja. Scope. Was macht denn den Scope mal? Lass doch einfach so. Run. Pro. Oh. Achso, meinst du, er reformatiert jetzt auch alles? Was da rein generiert ist? Naja, what could possibly go wrong? Ist ja nur ein Reformatting. Ja. Vielleicht müssen wir einen clean machen. Ne? So, und das heißt, wir sagen jetzt 4. Dann waren es nur noch 71 geänderte gerade. Das hat direkt automatisch gemacht. Wir müssen natürlich auch einmal über alles drüber gucken, was er halt da reformattet hat, oder? Ja, klar. Okay. Meine Hoffnung wäre, dass da jetzt weniger stehen als 71. Warum sollten da weniger stehen? Weil ich es jetzt ja wieder auf 4 gemacht habe. Achso. Ich glaube. Okay. Du hast jetzt 4, das sind 4, oder? Das ist doch super. Ja. 71 Files. Also, zack.
Commit. Das ist aber nur das Travis, ne? Genau, nee, ich wollte eigentlich jetzt alle und dann. Er hatte doch die schönen Änderungen, wie ich da jetzt. Maven Wrapper ist mit. Ja, das gehen durch die Files. Genau, das macht er nämlich auch automatisch. Mhm. Das ist schon nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ist schon nicht so schlecht. Von Max Filter. Generated by Sona. Sollte man unbedingt mal reformen. Also ich würde zumindest einmal laufen lassen, um sicherzustellen, dass es noch geht. Also ich finde so ein YOLO-Commit finde ich jetzt auch nicht so gut. Aber dann direkt auf Master. Ja klar, ja, wir sind direkt auf Master. Ja, du könntest ja noch auf einen anderen Branch. Nein, wechseln. Das wäre technisch jetzt unmöglich. Wir verspielen hier sämtliche Credibility, das, die Kevin hier mühsam aufgebaut hat. Tut mir leid, das tut mir sehr leid. Aber du hast mich provoziert. Also, das heißt, wir würden ihn jetzt nochmal neu starten. Und hoffentlich hat er wenigstens die JBehave-Tests noch formatiert, die jetzt nicht mehr funktionieren. Und mein PO würde jetzt sagen, wenn die Akzeptanztests alle durch sind, alles andere interessiert mich gar nicht. Ja, bin ich bei dem PO. Ist das Dev-Team selbst schuld, wenn die Tests trotzdem grün sind? Ach, guck mal. Oh, da ist er. Der Alex. Der Alex. Will mit dazu? Komm, noch mal reinrufen. Hm? Fragen, was ich so dahinter stellen möchte. Oh ja. Das kann er gut. Ach, guck mal, sieht doch gut aus. Guck doch mal live dazu, das ist schon wieder zu spät, ne? Achso, jetzt, ja, weiß ich nicht. Was noch? Ja, noch. Ganz spät. Na gut, aber das sieht doch nicht. Aber ist grün, ja, komm dann. Meinst du? Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst. Aber es geht doch noch. Boah. Ja, guck, alles noch da. Alles noch da. Hm. So schlimm kann es nicht sein. Na gut. Dann. Version Control. Ist denn irgendwas dabei, was du auf gar keinen Fall mit. Dann sollten wir doch hier. Wo kann ich denn jetzt hier. Show Group by Directory. Also den müssen wir auf keinen Fall. Wie machen wir das, wenn das nicht Delete? Revert. Changes. Die ist von uns. Die ist auch von uns, oder? Die haben auch schon länger nicht mehr aktualisiert, die Changes. Ja, aber die sind nicht generiert, oder? Resource is promise, okay. Source. Test. Warble head fab. Doch. Das sieht schon okay aus. So okay aus. Ich dachte jetzt, das sah gerade so aus, als ob er irgendwie alles aus Targets JBehave. Er zeigt jetzt auch nur die an, die unter Versionskontrolle stehen, die er geändert hat. Hätte ja zufällig sein können, dass aus Versehen irgendwelche generierten Dateien, die man. Nein. Reform. Heißt aber wieder vier Spaces drin, ne? Wollten wir das jetzt so oder wollten wir eigentlich zwei? Ne, ich hatte am Ende doch, wir hatten noch einmal auf zwei geändert, um das zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Achso, und dann ist es wieder auf vier geändert. Okay. Ja. Oder willst du. Nein, dann, oder willst du drei machen? Mir ist. Dreieinhalb. Dreieinhalb. Reform on all. All sources. Ich hatte letztens den Fall, da habe ich echt. Ein bisschen länger dran gegrübelt, da war so ein YAML-File kaputt, weil das Tabs und Spaces hatte. Oh mein und Gott. Das sah irgendwie richtig eingerückt aus, war es dann aber doch nicht. Seitdem mache ich dann auch immer den Whitespace an in den Editoren. Warum? Warum macht er keine Code-Analyse? Weil das. Mach Push. Weil das Stunden dauert dann? So, jetzt haben wir noch, wenn wir noch Lust und Energie haben. Ja, wie viel haben wir denn? ESPN, bisher halb sechs jetzt. Ja, komm. Halbes Stündchen. Halbes Stündchen können wir noch machen, ne? Ja. Git, Checkout. Ach, wir sind natürlich auf Master.
So. Welche Nummer hat das? Das weiß ich aus dem Kopf nicht. Das heißt, wir können den auf dann schieben, oder? Ja. Nice. Dann machen wir jetzt den. Und das ist Nummer 7. Habe ich den schon offen irgendwo? Habe ich den schon irgendwo offen? Zack, weg damit. Na. So, genau, bisher unterstützen wir nur 10-stellige ISBN. Und es wäre schön, wenn man auch, also nicht zusätzlich, sondern stattdessen ins ISBN-Feld auch eine 13-stellige angeben kann. Also das heißt, ich muss prüfen, ist mein String, der da drin ist, ist der entweder 10 Zeichen lang oder 13 Zeichen lang. Naja, und auch ist es das letzte ist eine Prüfziffer. Also es ist nicht nur auf Stellen, sondern... Ach so. Ja, ja. Du kannst nicht da einfach irgendwas reinschreiben. Ach so, aber ist die Prüfziffer denn anders, wenn ich denn 13 habe oder 10? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt mal in die ISBN Dingsbums. Da muss das kannst du tun, oder wir gucken mal in den bestehenden Validator, weil da haben sich schon andere schlaue Leute Gedanken gemacht. Ach so, na gut, dann wollen wir mal kurz gucken, machen wir hier noch ein bisschen. Sollen wir mal tauschen eigentlich? Ich habe an den ganzen Tag noch nichts programmiert. Ist mir, können wir, gerne, ja. Können wir. Das ist jetzt ganz spontan jetzt hier. Ja. Also ich hätte das gesagt, wir fangen hier so an. Ups. Wieder at Bookstory und fügen mal ein Buch mit 13 Stellen hinzu. Ja, jetzt brauchen wir eine 13-stellige valide ISBN. Das Komponentenmodellbuch hatte, habe ich gerade gesehen. Achso, das hatte eine 13-stellige. Das hatte da unten eine ISBN 13. Das mal weg. Nee, wie war das hier? Auch nicht. Was suchst du denn? Den Spaltenmodus. Alt. Alt und Maus ziehen. Achso, Alt und, Alt und Maus ziehen? Mhm. Alt, Klick und dann runter. Okay. Aber das gibt es auch hier als... funktioniert aber wahrscheinlich Command Shift L auch. Hm? Command Shift 8. So. Das kannst du mir auch nie merken. Nee, weil hier Command Shift, also Reformat sollte auch das. Echt? Ich denke schon, machen wir zurück. Machen wir hier. Nee. Okay. Da passiert nichts. Also bei Cucumber Jerking, zumindest bei diesem Cucumber Jerking Plugin, der macht das. Ich tippe zum ersten Mal auf so einer neuen Mac-Tastatur hier. Und du bist total begeistert. So, wie heißt der jetzt hier? Thiel. Andreas, hast du gesagt, ne? Mhm. Der Titel ist... Ja, das reicht. Aus dem Jahre... 2000. 2000. So, der müsste jetzt fehlschlagen. Ja. Wie machst du das hier? Was denn? Dein Tastaturkürzel hier, um Dinge zu tun. Um Dinge zu tun? Das hatten wir ja vorhin schon. Das ist nicht so gut. Du willst einen Test ausführen? Ja. Da hätte ich... So sei es nicht irgendwie... Ja, komm, der war jetzt aber schon. Ach, guck mal, der Alexander guckt mir zu. Hallo. Hoho. Jetzt müssen wir ordentlich arbeiten. Jetzt müssen wir ordentlich. Da muss ich mich mal ordentlich hinsetzen, wenn der Alex da ist. Das ist, Da muss ich mich mal ordentlich hinsetzen. Hat der Alex schon die Tasche gepackt? Wofür? Einfach nur so. Ich frage Alex öfters mal, ob er schon die Tasche gepackt hat. Terminal ist... Ach, der Ben ist auch da. Oh, jetzt muss ich... Oh, jetzt ist er wirklich... Jetzt setze ich mich ganz... Jetzt bin ich...
8, 9, wo ist Konsole? Konsole ist, welche Konsole suchst du? Terminal? Terminal, ja. Ja, das ist eigentlich Alt-Tab auf. Mit Alt-Tab? Also ich verwende die IntelliJ-Konsole so. Niemals, ja. Nie. Jetzt ist zu spät, wollte ich hier mich zu dem VNC connecten. Ach so, aber ja. Ne, ist fehlgeschlagen. Tasche ist noch nicht gepackt. Und vor allem ordentlich coden. Nimmt der Holger erstmal einen ordentlichen Schluck, damit er ordentlich gecodet wird. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt einen Fachtest, der schlägt fehl, weil wir natürlich keine 13-stelligen ISBNs angeben können. Dann würde ich sagen, ich weiß, dass wir einen Validator dafür haben. Der ist da. Und der Prüfer momentan auf ISBN 10. Ja, das heißt, wir könnten da jetzt einen Test für ergänzen, indem wir sagen... Moment, was war das denn? Mock ISBN, Klaas? Was soll das denn? Warum mockt ihr da? Macht der irgendwelche Calls nach draußen oder ist das... Wo stehen wir mit der Maven Gradle Migration? Ganz am Anfang, Bene, ganz am Anfang. Ich hätte da so einen Pull-Request vorbereitet. So, should return true, den sowas machen wir, ne? Also. Ja. Mach doch einfach einen. Nein, der Bene guckt zu. Ach so. Dann reiß dich mal zusammen. Void should return true for valid 13-digit ISBN. D groß. ISBN constraint validator is valid. So, jetzt brauchen wir eine valide. Nehmen wir die von gerade. Ja. Wie stehst du dazu, assert true versus assert that und dann? Ich finde, für assert true ist das noch okay, das so zu machen. Und assert equal, da hört es dann die ganze? Bei assert equals hört es für mich auf. Ja. Achso, na gut. Command N, um eine neue Testmethode zu erzeugen. Die alten Tests benennt ihr hoffentlich auch noch um, damit hervorgeht, dass sie ISBN 10 testen. Natürlich, das ist das nächste, was ich tun wollte, Alex. Moment, nein. Nein? Wie nein? Einfach nur so. So, ne? Und dann müssen wir natürlich noch should return false. Achso, dann müssen wir erstmal grün machen. Nee, was tue ich denn? Warum schreitet hier keiner ein, wenn ich Quatsch mache? Ja, du bist ziemlich zügig jetzt unterwegs. Ja, du bist ein Tempo hier vorlegen. Du musst einen Bus kriegen, glaube ich, oder? So, das gibt es schon, okay. Hätte ich jetzt gemacht. Warum? Können wir mal ganz kurz in den Code reingucken? Ist das. Warum get instance? Das weiß ich nicht. Das kann der Bene vielleicht beantragen. Ist das eine so? My OCD is tingling. Das kann man doch bestimmt jetzt hier aber rausziehen und sagen, ich möchte da eine. Wo hast denn du? Rechtsklick? Wie? Was? Doppel was? Zwei Finger. Doppel zwei Finger? Jetzt einfach zwei Finger. Was willst du? Willst du auch Command Shift V machen, ne? Nee, Option Command. Den willst du doch machen. Ja, jetzt nicht. Den willst du machen, oder nicht? Ja, genau. Ja. Ja. Get Instance, weil es eine Library aus dem Jahr 98 ist. Da hat man das so gemacht früher. Ach so, okay. Geil. Ach, das ist eine Third-Party-Library.
Oder ja, es ist so von Apache Commons, weißt du? Ach so, ich hatte das war im Package, also das sah so aus, als ob ihr euch das irgendwie ausgedacht hättet. Ah, nein. Okay, na gut, okay. Dann hier Bene Puls runter, dann habe ich nichts gesagt. Die ist hoffentlich invalid. Ja, fantastisch. Ist schon grün. War es das schon? Müssen wir irgendwas anderes beachten? Ich denke, dass. Ich denke, das sollte passen. Moment, Acceptance Test müssen wir durchlaufen lassen, ne? Was? Da, Run Test. So, diesmal connecte ich mich auch. Aber müssen wir noch irgendwas beachten? Müssen wir noch. Bestehende Daten aufpassen oder. Boah, ich hätte es erstmal gesagt, wenn der Acceptance-Test grün ist, ist alles super. Was meinst du mit bestehenden Daten? Weiß ich nicht, die Bücher, die wir schon haben oder. Nee, ne? Ist einfach. Achso, du meinst, ob wir Daten konvertieren müssen? Nee, also die werden ja bisher valide 10er sein. Also ja. Alles gut. Wir könnten. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass es invalide. Dass es Beispiele im Test für invalide ISBNs gibt, die. Zufälligerweise 13er. Ja, nee, aber das, ist ja schon ein arger Zufall. Genau. Ja. Commit, Push, Pull Request. Und das würde uns jetzt der Pull Request ja auch sagen, weil die Tests ja durchgeführt werden. Oder wir könnten natürlich jetzt auch nochmal so einen Maven-Test durchführen. Wo sind wir denn hier? So. Bringt das was, wenn wir den Integration-Test durchführen? Den haben wir ja gerade. Es gibt doch noch einen Integration-Test. Der ist aber normal im Test mit drin. Achso. Dieser, wo der Spring-Kontext einmal hochgefahren wird. Mhm, okay. Alles Success. Dann, wie sieht die Datenbank-Spalte für ISBNs aus? Da ist keine Beschränkung drauf. Aber guter Einwand. Die sind ja hier in den Resources definiert. Also wir könnten lange ISBNs speichern. Mit knapp. Ja. Na gut. Sehr schön. Achso, Branch hat es schon angelegt, ne? Genau. Ja. Wie machst du das immer hier mit? Was? Minus ein. Allow 13-Digit ISBNs. Mhm. Jetzt kriegst du die mal, kopierst du das und dann das in der Tat ein bisschen hübscher in IntelliJ. Und jetzt? Was? Pull Request? Ja, genau. Mhm. Dann jetzt warten wir. Ja, gut, wir können uns ja schon erstmal die Changes angucken. Wenn das nur ein Commit ist, ist das natürlich tatsächlich hier draus. Das ist aber eine interessante Bibliothek. Ne? Wir haben Terry Pratchett, Harry Potter und Komponentenmodell. Ja, ich denke, da geht einiges. Ich habe mit Herrn Schwimmer verwenden. Ja. Gleich stimmt der Alex hier sonst Glas. Nein. It's funny, cause it's true. Ja.
Jetzt stimmt. Ja. Jetzt erst. Da, da. Da kommt der Alex. Jetzt komm doch mal rein, Alex, hier. Wenn du schon da bist, ich hole ihn jetzt. Ja. So, wir warten jetzt hier. Willst du nicht mit dazukommen? Ach, warum? Wenn du eh schon da bist. Ach. Mal hier, nimm den Stuhl, komm rum. Da ist er. Rücken ein bisschen zusammen hier. Der Alex. Hallo zusammen, hallo Bene. Gab's das schon mal? Nee, bisher noch nicht. Passt das alles? Ich bin eng jetzt hier. Ich glaube, dass. Ja, wir müssen uns ein bisschen kuscheln hier. Kuschelig schon. Guck mal, wir müssen einfach ein bisschen zurücklehnen. Achso, ihr seid doch schon fertig. Wir sind, ja, es fehlt noch. Wir haben dich deswegen reingeholt, weil du ein Aspect J-Experte bist. Ich wusste das nicht. Oh yeah. Weil Aspect J und Lombok hab ich in deinem Lebenslauf gesehen, ist dein Ding. Sagen wir so, weil wir es vorhin nicht hinbekommen haben. Ja, ich habe erst spät hinzugeschaltet, weil ich selber noch... Nee, das war vor der Show. Guck mal, der Bene freut sich gerade. Epic. Die geballte Inkompetenz auf der rechten Seite und die Kompetenz hier auf der linken Seite. Von uns aus, von mir aus gesehen, nicht von den Zuschauern aus. Was wollte ich jetzt sagen? Du wolltest über Aspect J und Lombok, während Travis arbeitet. Genau. Wir haben hier noch die Story. Die epische Story, Trim-Eingaben. Also ein String.trim irgendwo. Finde ich jetzt gerade nicht. Project. Ich mach's sogar einfach. Achso, ich hab's auch schon offen. Ja, Text-Input säubern. Kam mal daher, dass ich festgestellt habe, wenn ich so ISBNs von irgendwoher kopiere oder anderen Text, dann rutscht mir schon mal so ein Leerzeichen vorne und hinten mit durch. Mhm. Und dann beschweren sich einige Validatoren, dass dann das Jahr vielleicht doch nicht vierstellig ist, obwohl es eigentlich vierstellig ist, aber es ist eigentlich vierstellig mit einem Leerzeichen. Ja, Punkt Trim. Genau. völlig richtig. Aber das müsste man jetzt ja in jedem Setter oder sonst wo manuell machen. Da hatten wir so die fixe Idee, da können wir eigentlich so einen Aspekt drumherum legen, der so das säubert. Aber das haben wir nicht mit Lombok verheiratet bekommen, was ja die Setter generiert. Würde ich auch nicht tun. Lombok oder Aspekte? Die Kombination. Lombok ist für sich genommen ganz in Ordnung. Aspect J ist für sich genommen ganz okay, wenn man das für bessere Dinge einsetzt. Ja. Na gut. Dann, aber das, was ihr machen wollt, ist ja der faule Weg. Der intelligente, aber der faule Weg. Ja. Genau. Was jetzt? Aspekte zu verwenden und das nur einmal zu schreiben? Ja. Ja, ich hab's aber selbst nicht hinbekommen, die Setter zu generieren mit der IDE der Wahl und dann einen Aspekt zu schreiben, der alle Setter aus der Klasse automatisch wrappt. Weil das müsste ja eigentlich gehen. Aber dann würdet ihr ja das Domänenmodell durch Aspekte ändern, dass auf falsche Eingaben des Users reagiert. Nicht das Domänenmodell. Nein, nicht nur das Domänenmodell. Da ist ja schon Form-Data. Zu spät quasi. Ne? Also die Idee war, das hier in diesen Form-Datas zu machen, die ja quasi die Daten vom Browser zum Controller transferieren. Und es wäre auch eigentlich nur Insert-Book, oder nicht? Oder wäre doch... Ja, ich meine, hier hast du ja auch eine E-Mail, die dann geguckt wird. Ne? Mhm. Weil du bekommst ja hier im Controller... Das ist doch so ein primitives Problem. Das hat doch Spring bestimmt schon gelöst, oder? Du bekommst ja schon... Ich weiß nicht. Du bekommst ja hier schon die Validierten zurück. Das heißt, hier ist es im Zweifelsfalle schon zu spät. Da sitzen halt nur diese Form-Data-Objekte dazwischen. Das heißt, entweder machst du es hier oder im Browser. Das sind so oder in dem Interceptor. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ich entwerf nur einfach was im Raum. Also, wir gucken alle mal Spring Trim Input Value. Drei weiße Männer googeln, ja. Ach, guck mal. Erster Treffer. Guck mal hier. Da gibt es auch ein Häkchen dran. Wow. Ah, Controller Advice, ja, die machen es schon mal mit. Init Binder Web. String Trimmer Editor, what? Register Custom Editor? Mir gerade ein bisschen übel. Also es gibt anscheinend einen Spring-Weg. You'll need a converter to do the trimming. Also das würde ich... Controller Advice.
String was schon das? Ein Binder ist immer gut. Könnte mal, könnte ich auch mal ausprobieren, ne? Ein Web in den Binder Web Data Binder, wohl ich verstehe kein bisschen, was da passiert. String-Trimmer. Nee, was ist denn jetzt ein Web-Data-Binder? Also, ich hab den. Ja, Data-Binding sagt mir was, aber da. Hä? Der sorgt dafür, dass der Input. Ach so. Gebindet wird auf ein Objekt. Auf das Web, wollen? Ja, auf das Web. Nee, der ist vom Web. Der kommt aus dem Internet. Aus dem weltweiten Internet. Okay. Gut, ja. Dann machen wir doch. Jetzt rastet Benedikt vollkommen aus, weil du gerade Code aus dem Internet einfach kopierst. Aber mach mal. Der nee, geht nichts. Nee, geht, ja, geht, okay. geht. Controller Setup. Ich bin ja total gespannt, ob das wirklich geht. Nee, ich wollte einfach mal. So, dann gehen wir hier mal zurück. Warum? Oh. So, zack, zack. Zack, zack. So, Missing Package Statement. Ja, du hast das Package oben weggelöscht. Ach, das ist ja blöd. Das kannst du bestimmt auch wieder mit dir da. Genau. So, ich wollte nämlich sowas tun. Ist das, ist das eine existierende Klasse, dieser String? Ja, offenbar. Trimmer? Offenbar. Okay. Ich sag doch, da gibt es was von Spring. Das heißt, also wenn, ich vermute jetzt, wenn jetzt vom Parameter vom Typ String, das sind alle, reinkommen, werden sie getrimmt, okay? Okay. Ja. Auch wenn das jetzt Parameter auf diesen Form-Data-Objekten sind, oder? String Trimmer Editor, Download Source ist. Probiert's doch aus, ja. In einem Test. Ja. Ist ein valider. Dann brauchen wir mal einen Web-MVC-Test, den wir noch nicht haben. Wieso? Kannst doch mit Cucumber, nicht Cucumber, mit JBHelp machen. Das ist eine fantastische Idee. Allerdings wird das nicht mit so einer Tabelle gehen, weil die trimmt ja automatisch. Ja, du kannst aber in JBHelp sagen, dass er Whitespace nicht ignorieren soll in den Tabellen. Nein. Dann sehen die Tabellen aber scheiße. Musst du das für alle Tabellen sagen? Nee, du kannst das pro Tabelle davor hängen. Na gut, dann gucken wir nochmal an. Dann. Jetzt schnallt die Viewerzahl hier nach oben, wo wir zusammen googeln. Mann. Nee, hier sind wir. Oder? An alle die das erste Mal programmieren, so sieht das immer aus. Ja. So, wo ist er denn? Hier ist es. Also, wir wollen das machen für. Eigentlich, das ist jetzt für also alles. Also, eigentlich kann die Tabelle so bleiben, das muss trotzdem noch funktionieren. Wir dürfen nur die Whitespaces vorne und hinten nicht abschneiden, richtig? Ja. Ja. Wie macht man das? Ja, google doch mal nach JBHave, so, Keep, Whitespace. Also die JBHave-Syntax kann ich leider nicht aus dem Kopf. Keep Whitespace. Keep Whirlwind. Keep Whirlwind. Ja, der macht mich ganz nervös. Mach die Körperchen näher. Da, genau. Ja, das ist so. Nein, scroll. Das ist ein schönes Gelb, muss ich sagen. Das ist eine ganz furchtbare Syntax da. Preserving Whitespace. Genau, das kommt einfach vor die Tabelle vor. Dieses in Klammern trim gleich false. Das darf man das kopieren oder ist der damit auch nicht anwendbar? Das könntest du jetzt nur noch so schreiben. Ne? Nee, das, ich kann ja nicht schreiben. Ne? Trim gleich false. Okay. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Connecte dich immer nochmal so VNC da gleich. Dann wir sollten das gleich nochmal rückgängig machen. Beruhigend. Mal gucken, Anfänger, ob der Test dann die Hermione. Ja. Hermione. Ei, ei, ei. VNC, was habt ihr ja, da eingebaut? Das hat der. Ja, ich erinnere mich. Testcontainer. Ja, ist das geil? Ist das geil? Mir hat on-demand eine Docker-Container mit einem Chrome hochgefallen. Ja. So, oh nein. Was sagt er? Wir machen den Report ein bisschen auf. Ne? Ach so, hab ich den noch irgendwo offen? Hab ich den noch irgendwo offen?
hatte den. Kann ich jetzt ausmachen? Ich hatte den irgendwo offen. Dann muss man den hier aufmachen. Netbook, oje. Failed. Man sagt ja nicht wieso. Null-Pointer Exception. Da unten. Null-Pointer Exception? Was? Muss ich kurz meine Brille richten? Vielleicht ist der Test auch an der Stelle kaputt, weil er mehr bekommt, als er irgendwie. Also hier Booklist Java 61. Booklist. Oh, hier ist ja schon irgendwie Found Duplicate Code, okay? Du bist im Test gelandet, oder? Ja, war auch im Test. Das war doch hier, also. Page Booklist contains row with values. Achso, das Buch, was zurückkommt, ist nicht da. Deswegen kommt ein Hals. Ach, weil ISBN? Ah, okay. Anscheinend hat das nicht funktioniert. Doch, ich glaube schon. Das Buch ist einfach nicht da. Ja, das Buch. Und das ist dann der Fehler, weil er das Buch nicht auslesen kann aus der Tabelle. Genau, weil das Buch das hat auch ja nicht getrimmt wird. Mhm. Genau. Hm? Das, beim Abholen wird es auch nicht getrimmt. Genau. Nein, das Schreiben ist fehlgeschlagen, deshalb schlägt das Prüfen fehl, ob das Buch in der Tabelle ist und wie sich das äußert ist. Das HTML-Buch ist null, weil das nicht rausparsen kann aus der Liste aller Bücher, weil das Buch nicht angelegt wurde. Oder es wurde angelegt und jetzt ist die ISBN, die in diese Methode reinkommt, mit Whitespaces davor und danach und dann sind die nicht im Repository. Ja. Und das, dann kommt ein Null zurück und das könnte auch sein. NPE. Aber dafür haben wir den Videobeweis. Um zu gucken, ob das Buch angelegt wurde. Er zeichnet sogar Videos ab. Ja. Na klar. Na klar. Aber wo ist er? Ein Target ist er? Komm, hat man einmal einen Experten dabei, ne? Ja. So. Auf einmal coole Features. Target. Und zwar. Das Neueste am besten. 8:24 ist, achso. 17:54 genau. ist das hier. Mal zurücklehnen und gucken. Waren die das schon, oder? Also ich sehe zumindest angelegte Bücher, oder? Mhm. Aber welches hätte denn. Wo fängt der an hier? Welche Tabelle hätte das denn sein müssen? Hallo? Bist du doof? Warte mal, Description? Gab's da nicht eine Description? Ja? Und die sehe ich jetzt im nächsten schon nicht. Ich sehe aber auch keinen Whitespace davor oder dahinter. Das ist so, ja. Wo ist denn der von dem Kollegen Komponentenmodelle? Aber ich muss mal kurz gucken. Ja. Wir verrennen uns gerade, habe ich das Gefühl. Nein! Wir sind kurz davor, das zu lösen. Sagte er und programmierte noch 8 Stunden vor. Also, Preserving White Space. Are trimmed. You can specify an option of parts and property. Setz doch mal einfach einen Breakpointer. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Sowohl beim Setzen als auch da, wo der Nullpointer passiert. Dann kann man sich immer noch per VNC connecten, hat dann genau dann die Stelle. Hier möchtest du? Ja. Und wo noch? Und da, wo das Buch geschrieben wird, ausgefüllt wird, was weiter unten auf der Seite ist, auf der, ja, ich glaube, die Klasse ist schon die gleiche. Ja, das war ja wahrscheinlich in Given oder sowas. Ja, aber der ruft irgend so eine Methode auf, wo das dann alles passiert. Und ich glaube, die ist ganz unten in der Klasse. Ach so, okay. Da, put, bla 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 bla. Ach so. Also sowas.
Ne? Great Roadmap? Nee. Nein. Ach, Entschuldigung. Nee, das war doch was anderes. Dann habe ich dich verirrt. Mhm. Gibt es da nicht eine Adbook-Datei, wo das drin steht? Weil wir sind gerade im Booklist. Ja, du kannst aber von da aus dich dahin navigieren. Das ist dann vielleicht am einfachsten. Von hier aus mich dahin navigieren? Ja, von dem Adbook. Insert-Book. Ja, fast. So, jetzt aber ganz einfach. Insert da, and type submit. Into field. Da wird getippt. Und da müssen wir dann die Zeichen drumherum sehen. Achso, ja, ich hätte es drumherum gesehen. Insert and submit-Book, okay. Also machen wir hier hin. Mhm. Oh, Entschuldigung. Autsch, ich glaube, wir haben geklippt. Ja, macht nichts. Das war laut. Nee, macht nichts. Ich sammle mal eben die Scherben zusammen hier. Es ist auch kein Alkohol im Spiel. Achso. Ich gehe auf die andere Seite. Sehr, sehr gut. Der Andreas ist dann raus. wie komme ich jetzt denn hier hin? Ich habe das vorhin für eine gute Idee gehalten, die Gläser hier auf den Boden zu stellen. Ja, klang damals gut. Wir sehen, wir sind live. Ja. Im Fernsehen wäre das nicht passiert. Nee. Ach. Classy wäre jetzt noch, er kommt noch an die Kamera jetzt dran und reißt hier alles ab. Ich wollte die Fliege zusammen. Doch noch kriegen. So, ist stehen geblieben. Okay, das ist also nicht die Tabelle, die wir geändert haben. So, damit können wir erstmal jetzt nichts anfangen. Zack. So, aber dann sagen wir hier, continue ist das hier. Hm? Mhm. Ist es auch nicht. Die Tabelle hatte ja tatsächlich irgendwie sinnvollere Inhalte. Mhm. Sowas zum Beispiel. Mhm. Aber die sind auch alle ohne Whitespace. Kann ich das jetzt nicht selektieren? Ah, jetzt hätte ich fast niesen müssen. So ein paar nichts ist, was macht man jetzt? Nee, guck mal, die hat auch keinen Whitespace hier. Ja, aber es könnte schon die richtige sein, ne? Der richtige Test. Aber gibt's, also der hätte ja zum Beispiel Whitespace. Du könntest jetzt einen Conditional Breakpoint machen und der Titel muss Komponentenmodelle sein. Ne? Ach so, das geht natürlich. Wie kann ich denn jetzt von hier zu dem Breakpoint springen? Da. Also, sehr gut. Title muss. Also, das heißt dann title.equals. Wie bin ich hier nur gelandet? Eine bessere Idee? Ja. Modelle, ja. Ja. Mit dem Whitespace natürlich der Faul dahinter. Ja. Entschuldige, das war eine scheiß Idee. Starten wir das nochmal mit einem Contains. Wir haben gerade alle Viewer vergraut. Ja. Also, natürlich. Title Contains. Kompo reicht dann schon. Kompo. Ist der jetzt hier schon durch? Ja. Jetzt bleibt er gar nicht mehr stehen. Fürchte ich auch. Warum das? Irgendwas muss ja schief gehen. Ach so. Ha. Ach Quatsch! Hä? Achso, nee, der ist nicht conditional. Das ist noch der andere Breakpoint, ja. Spannung steigt. Gleich stellen wir fest, der Test wird nie ausgeführt. Wurde er noch nie. Und wenn man den richtig macht, dann schlägt der fehl. Dann wundert man sich, wie hat das jemals funktioniert? Ne? Ja. Okay. Ja, kacke. Warte mal. Ich bin gerade verwirrt. Bene steigt in Hubschrauber. Also, Resources. Wo war denn dieser Test überhaupt mit den Komponentenmodellen? Ich muss mir das erstmal angucken hier. Das war hier. Und wir haben hier Whitespace. Wir haben hier Whitespace. Given an empty library. Achso, ja.
Kann sein, dass zwischen Examples und dem Trim False da noch ein Whitespace sein muss, eine leere Zeile, weil bei allen anderen Tabellen noch eine leere Zeile ist. Ich kenne da die Syntax nicht so genau bei JBehave. Ja, mich wundert gerade, als Title kam gerade der hier rein, ne? Also, dass er die Examples gar nicht gepasst hat. Ja, als hätte er das nicht. Ja, das ist vielleicht dann der Grund, weil er die Examples-Tabelle nicht richtig gepasst hat, ja. Also, hier ist kein. Kein Examples davor, genau. Da Examples, da haben sie können. Ja, probier das mal so. Muss ich mal kurz wegdrehen? Shepard jetzt auch. Dieses hier wundert mich. Kannst du mal auf die Konsole gehen? Der hat ja vorher rausgeprintet, wo er da gerade ist. Der ist schon an der richtigen Stelle. Mhm. Der schreibt auch unten das Objekt irgendwie das Richtige rein. Mhm. Machen wir weiter. Auch mit so ein paar Whitespace davor und dahinter. Mhm. Mhm. Aber dann ist er, glaube ich, durch. Ach so. Die Erleuchtung kommt jetzt. Ja, weil das hier heißt irgendwie Leerzeichen ISBN, tralala, aber wir wollen ersetzen ISBN. Ach, ja. Kann man das zeilenspezifisch machen? Das heißt, der einfache Fix wäre, wir machen das so. Boah, ich muss heute Abend noch heißer duschen. Um zu gucken, ob das das Problem ist. Ja, ja, klar. Mhm. Ups. Bist du etwa krank? Nee. Nein, auf keinen Fall. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Wir haben ja noch was vor. Ja. Was habt ihr denn Schönes vor? Das können wir nicht erzählen. Ach so. Hat das was mit den Balearen zu tun? Das so ähnlich. Könnte was mit den Balearen zu tun haben. Harte Arbeit. Harte Arbeit, genau. Ja, diese Tabellen werden dadurch nicht schöner, durch das Trim gleich false. Ja. Vielleicht geht es ja auch zeilenspezifisch. Ah. Ja. Ja, guck mal, das sieht doch besser aus. Das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir die nämlich. Das ist gut. Und jetzt rechne ich mit dem Brechpunkt. Den anderen hast du weggemacht, den anderen Breakpoint. Ist das so? Ja. Oje. Aber jetzt könnte der Report anders aussehen. Mhm. Wo ist er? Ist ihn schon wieder zugemacht. Nein. Ja, war eine Null-Point-Exception. Ja, denn jetzt ist das eingetreten, was ich sagte. Jetzt müssen wir an der Stelle, wo der Test das nochmal rausholt, einen Trim draus machen. Oder es wurde nicht angelegt, das Buch. Wollen wir nicht einfach einen separaten Schritt dafür machen? Dieses ganze Rumgetrimme und. Was meinst du mit Schritt? Den Step. Der uns. Der nur einen Test dafür, ja. Der einfach eine ISBN mit Spaces reinfügt, ohne Example-Tabelle, ohne Know-Nothing. Ich würde gerne mal das Video sehen. Ja, er gibt es mit Whitespaces ein. Und es ist kein Buch da. Ja. Ja. Ha. Achso, die anderen füttern schon gar nicht mehr aus. Genau, macht nur den ersten davon und dann, ja. Also stimmt meine Theorie nicht. Wir sind wieder bei deiner Theorie. Jetzt habe ich irgendwie... Das Buch wird gar nicht erst angelegt. Das Buch wird nicht angelegt, was ja vermutlich auch stimmt, weil du Validierungsfehler oder sowas hast, ne, wenn du das machst. Und dann kannst du es nicht aus der HTML-Seite raus das heißt, hasen. Ja, aber gut, das heißt doch, dass unser Trimmer nicht funktioniert. Richtig. Müssen wir den noch irgendwo registrieren? Hast du erwartet, dass der funktioniert?
nur von diesen paar Zeilen Code, die wir von irgendwo reingepastet haben und keiner verstanden haben, was die tun? Nein, natürlich ja. nicht. Ne? Das war eine angehackte Stack Overflow-Antwort. Das war doch, guck mal hier, die hat 38 Upvotes und einen grünen Haken. Der aber, ja, der macht ja da unten noch mehr, ne? Ja, das ist der okay, Test. Das ist der Test. Ja, okay. Hatte also ich hätte jetzt erwartet, so dass das für einfache String-Parameter, die irgendwie reingepasst werden, funktioniert, aber nicht für Klassen aus String. The rest of the code isn't... The code destructions, you only need the first code block. Ja. Was sagt er mit hier? Dann sagt er mit Controller. And instead of putting it into a controller device, you can also put it into the controller class or the controller base class directly. Register this property editor. So, also ich könnte das einfach in a binder, webdata. Ich meine, wenn das Viech under the hood auch wieder Aspekte benutzt, dann sind wir natürlich genauso schlau wie vorher, ne? Dann wird es halt auch nicht funktionieren. Ja, aber Aspect J und Spring AOP sind ja unterschiedliche Dinge. Okay. Spring AOP läuft ja immer mit. Ach, guck mal hier. You can use a Spring MVC Interceptor. Das war das, was du meintest. Mhm. Allerdings musst du dann so ähnlich wie es da steht, über die ganzen Parameter durchgehen und. Ja, also du musst genau das machen. Ah ja, stimmt. Ja. Trim Interceptor. Und wo registriert man den dann? Im XML. Ja, wahrscheinlich. Das gibt ja keine. Nee, also da oben im XML war ja auch nur eine Bin definiert. Also ja. Klingt das für mich nach ein Add Component davor und viel Spaß. Die Meldung liest man auch immer, ne? Ja. Post-Handle, bla bla bla. Ja, so deep wollen wir nicht sein. Pre-Handle hat sich gut angehört. Ja, aber ich will doch nur die ganze Bienen. Wo ist denn hier? Nicht nur so ein Snippet? Da unten war ein bisschen. Hier, Extends, bla. Ja, das haben die ja auch. Aber die haben es auch unten mit XML registriert. Wann ist der? Oh, was? Gar nicht so alt. Es gibt noch Leute, die machen XML. Ja. MVC. Warte mal hier. Nein, das obere ist es. In dem Web-MVC-Configurer. Haben wir den? Wahrscheinlich nicht. Boah. Implements at Interceptors. Das heißt, wir würden jetzt hier hingehen. Sind wir auf dem Branch eigentlich? Nee, noch nicht. Wir switchen ja, jetzt die Strategie, ja? Wir machen nicht mal diesen einen Weg, den wir nicht verstehen, sondern probieren es den zweiten Weg aus, den wir nicht verstehen. Du klingst so negativ. Ja, ich versuche nur zu wiederholen, was wir hier gerade machen. Ja, ist ja schon spät, ne? Ja. Also Hope-Driven Development, ne? Vielleicht funktioniert das andere ja. Ja. Okay, was? Ich würd gerne einmal verstehen, was denn dieser String-Trimmer, wie der funktionieren soll. Vielleicht String-Trimmer ist nur eine Klasse, die bekommt Strings rein und macht die kleiner. Das außenrum ist die Magie. Mhm. Genau, vielleicht bräuchten wir halt so einen Form-Data-Editor und keinen String-Editor. Der halt, wenn der ein Form-Data-Objekt reinbekommt, was damit tut. Also sprich, das da haben wir ja schon. Aber dazu müssen wir einmal verstehen, wie diese. Da haben wir ja schon den hier quasi, weil der macht ja dann quasi das. Das ist aber ein Interceptor. Nee, das ist der Interceptor. Nee, aber der macht ja, was er macht, er geht durch den ganzen Request durch, holt die Params da raus und trimmt die. Ja. Genau das gleiche, also was Ähnliches müssen wir für Formdata auch machen, wir müssen alles rausholen und trimmen und gut ist. Und das geht. So weit waren wir schon. Ja. Ja, das gut, dass du jetzt auch da bist. Ja. Nee, dann lass uns das probieren. Nee. Dann. Das hört sich. Nee, ich weiß nicht, ob das kann man auf Form-Data-Objekten, kann man die iterieren? Schau doch mal, ob ein Init-Binder auch mit Models funktioniert. Es gibt ja diesen Herrn Google und der möchte dir das garantiert befragen, beantworten. Init-Binder und Form-Data. Nested Form-Data-Binding, ja, ähnlich. Ja, so könnten wir zumindest einen Custom Editor dran kriegen. Und dann können wir auch einen Trim machen.
Register Custom Editor, Field Value Class. Ja, Field Value ist in dem. Ach nee, das ist ja. Ja, nee, das klingt ähnlich, aber. Field Value wäre aber, wenn ein einzelner Wert diesen Typen hätte. Aber bei uns ist welchen Typen? Field Value. Vielleicht doch. Wäre ein Versuch wert. The returning string value from each radio button of the form and spring should know how to convert the string value into each field value object to fill the list in. Oh, ich habe gerade ganz dunkle Erinnerungen, dass ich das mal irgendwann gemacht habe. Das hat nicht, überhaupt nicht funktioniert. Wahrscheinlich stoßen wir irgendwann auf so einen uralten Blogpost von mir. Ja. Blockcode Centric von 2003. Noch im alten Design, sehr schön. Jetzt 2003 nicht, aber ja, Moment, 2012. Ja. Was sagt die Uhr denn? Also wollen wir das ausprobieren oder wollen wir den feigen Weg gehen? Also ich finde das mit dem Interceptor, finde ich, transparenter und vielversprechender als diesen komischen Editor. Der ist zwar ein bisschen mehr händisch, aber wir wissen dann, was wir da tun. Also wir kriegen den Request und sagen, okay, da muss jetzt ein Form-Data Arsch drin sein und dann machen wir damit jetzt was. Was muss da drin sein? Ein Form-Data-Objekt. Achso, na gut. Was hast du denn verstanden? Also ich habe Form-Data-Objekt verstanden. Können wir nochmal zurückspringen? Ich habe Form-Data-Objekt verstanden. Aber nachträgliches Beep. Also. Stream wird direkt gesperrt. Explicit Language. Ja. Ja, dann copy-paste den doch mal. Ja, nicht ganz, aber. Wieso doch? Doch. Meinst du? Da fehlt doch irgendwie mindestens eine geschweifte Klammer zu, aber mach mal. Die ist hier unten in dem Code. Achso. In dem anderen Block. Ja, gut. Im XML. Das heißt, er fliegt schon mal raus, oder? Mhm. Und dann sagen wir. Haben wir denn Info-Config-Files? Warte mal, wir müssen erst am anderen. Warum? Achso, da. Das ist jetzt, wie nennen wir das? Das ist ein Controller Interceptor. Ja, Trim Interceptor haben sie den in dem Beispiel genannt. Nicht das Package weglöschen. Gibt's nicht mehr. Du hast das falsche. HTTP Service Request? Ja, Java X macht man jetzt ja nicht mehr, ist ja gesperrt. Weil das ja, das wird auch noch eine Scheiße werden. Ja. Gab es noch eine Alternative zu dem HTTP Service Request? Hat Spring ein Icon? Mach das mal weg, das HTTP Service. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann sein. Nee. Tja. Request, was hat denn Request? Set. Muss man denn irgendwo hincasten? Vielleicht gibt es ja eine Parameter-Map oder so, auf der man das machen muss. Das wären wir ohne Stack Overflow, ehrlich. Hast du so schnell irgendwas gelesen da oder nicht? Wie, stand nichts, was ich gebrauchen konnte. Ja, da steht, gibt es nicht. Gibt entweder Set Attribute oder Session Set Attribute. To simulate. Code Wrench von 2005. Oh, du musst einen neuen Request aufmachen. Neuen Request da irgendwie erzeugen oder? Aber dann verstehe ich nicht. Hat das Ding hier Kommentare? Das war der Fall. Da gab es Kommentare, ja. Doesn't compile, ja. Brille richten. Ach, guck mal, jetzt kommen wir ein bisschen runter. User DTO. Punkt, na gut, dann müsste man jedes einzelne Property angeben. Nicht so schlecht. Zack, den finde ich gut.
Das ist ja so der andere Approach, ne? Mhm. Ja, bei Advice und. Okay, wir pendeln hier so hin und her. Hm? Mhm. Random Driven Development. Ja, Eichhörnchen Driven Development. Was ist denn hier, was ist denn Development? DTO und New User, was sind das denn für? Hm. Anscheinend heißt das Objekt so. Das DTO und New User? Das verstehe ich nicht. Also, ich glaube, wir müssen da nochmal offline researchen, oder? Ich denke, das, ja, das macht das wenig Sinn. Der Chat ist hier auch wenig hilfreich, da muss ich auch mal tadeln. Also, das war letztes Mal besser. Ja. Also, wir könnten es jetzt stupide machen und einfach alle Setter mit einem Trim versehen. Das würde uns aber irgendwie nicht. Aber zufriedenstellen würde mich das nicht, nee. Das ist, ja, würden wir hinkriegen. Aber was wäre denn das? Wir müssten jetzt in jedes. Ihr redet nicht Google. Ja. Wir haben ja. Ja, so viele haben wir nicht, oder? Könnten das tun. Wir wären auch schon längst fertig damit, aber wir wären, glaube ich, nicht zufrieden mit der Lösung. Ja. Tja. Ihr seid schon fertig mit Reden? Ja. Ja. Das gab mir aber nicht besonders viel Zeit. Tja, ich muss erstmal. Ich brauche noch ein bisschen was zu trinken hier. Ah, so. Was googelst du denn? Das weiß ich auch schon nicht mehr. Ach so. Ich hatte zu wenig Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen. Wie hieß denn das Objekt noch gleich, was wir darüber, wo die Daten getrimmt sein sollen? Form Data heißt das. Das da, ne? Das ist ja einfach. Das ist einfach nur ein Claim. Einfach irgendein Java. Ja. Eine Bean, ja. Die wird Lombokus verwendet. In dem Controller. Da. Kriegt ihr das als. Als Model Attribute. Model Attribute. Hm. Set Validator. Aha. Mhm. Ich könnte mir jetzt einen eigenen Stream angucken, dann könnte ich sehen, was der alles googelt. Custom Date Editor Example. Mal gucken. So, letzter Versuch. Das kann ich da auch sehen. Okay. Hm. Also die haben ja so, ja, hier haben die schon mal so ein Objekt. Das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Und das Model kommt da. Nee, das ist, ja, warte mal oben. Da hier. Da kommt so ein User rein. Mhm. Und wir haben hier auch irgendwelche Sachen dran. Custom S Binding, aber die haben den Binder noch gar nicht gemacht. Wo ist denn ihr Binder? Haben die den gar nicht gebaut? Eieiei, was haben die denn hier Schönes? Mhm. Das ist es nicht. Da haben sie es gemacht. Register Custom Editor Date. Aber Date ist ja unter dem User-Objekt. Vielleicht funktioniert es ja doch einfach. Wir haben es ja einfach noch gar nicht ausprobiert. Richtig? Ja. Vielleicht funktioniert es einfach und wir sind einfach nur zu blöd, um es einfach nicht ausprobiert zu haben. Das war der fehlgeschlagene Versuch. Ach, das andere hast du gelöscht, ne? Andere habe ich gelöscht, genau. Lösch mal weiter. Ich suche gerade mal meinen alten Blogpost. Ich habe da irgendwas ganz. Du hast ja wirklich was zu geschrieben. Init Binder at User. Und hier unten haben sie genannt User. Model Attribute User. Das Model Attribute haben wir doch. Ja, genau. Oh. Insert Book. Wie heißt das hier? Insert Book Form Data. Mhm. Ja. Ich knall das jetzt einfach hier mal so rein. Und dann nennen wir das hier Insert Book Form Data. Ich hab mich verstanden. Ja, das ist ja Quark, ne? Das, das brauchen wir. Und dann String. Da gab es auch Register. Da gab es kein String, ne? Custom Editor, String, Field. Achso, das war optional, glaube ich. Rate ich jetzt. Und dann gab es hier diesen String Trimmer Editor. Genau. Und was hat der für Parameter? MTS Null. Nö, false. False. So. Dann hast du das schon. Ich habe zumindest eine Überschrift Init Binder in dem Blogpost.
Boah, das müssen wir aber für Innsbruck. Und Webdata Binder. Ich habe das mal, dieses ist, war ein wenig her. Binder, Register, Custom Editor. Ich habe das mal gemacht. Erfolgreich? Ja, ich habe einen Blogpost darüber geschrieben. Das heißt ja nicht, dass es erfolgreich war. Es kann ja auch ein Rant gewesen sein. Nein. Na, guck mal, von es ging um ein bisschen was anderes. Achso. 2009 war das. Also, wie läuft der Test noch weiter? Hier für alle im Chat, die. Ah, verdammt. Hätte so schön sein können. Ja, wir müssen das, glaube ich, auch für andere Formen. Wir haben ja nicht nur Insert-Book-Form-Data. Wo war denn deine? Achso, so. Das ist immer noch derselbe Fehler. Jetzt kann aber wieder meine Theorie stimmen. Aber guck mal, das ist doch tatsächlich so mehr oder weniger das, was wir haben wollen, oder? Wir haben hier einen Controller und sagen dann, wir registrieren einen Custom Editor. Ja, genau. Der das konvertiert, ja. Genau. Eigentlich ziemlich genau so, nur dass die Stelle jetzt wieder wahrscheinlich die ISBN mit Whitespace reinbekommt und jetzt nichts findet. Ich habe gerade leider einfach den Breakpoint übersprungen. Das ist richtig. Ja. Aber der wird ja bestimmt noch mal da halten. Natürlich war dieser Artikel interessant für mich. Eigenlob stinkt. So. ISBN mit, genau hier drin. Ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal so ein Evaluate und dann habe ich die Booklist und dann könnte ich bestimmt ein... das sind bestimmt alle, ne? Mhm. Keine. Hast du nicht so viele? Ist das überhaupt das richtige Objekt? Ja, HTML Booklist. Da gibt es also gar keine dran. Ja, das kann ja jetzt so okay sein, ne? Nee, er sucht ja nach dem Test. Ja. Aber trimm erstmal die ISBN da vorne. Da ist schon, das ist generell eine gute Idee. Das hier zu tun. Mhm. Ja, aber auch hier müsst du alles trimmen, ne? Jedes Mal. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Oder Contains. Geht natürlich auch. Aber das macht den Test auch nicht grün, wenn da keine Bücher ankommen. Ja. Sag mal, was er jetzt gebaut hat. Ich war ja kurz abgelenkt. So, wir haben jetzt hier so ein Customized Binding reingesetzt. Und dann gibt es hier diesen Custom Editor. Und ja, wir binden das an dieses Form Data, also genau wie es unten heißt. Ja. Und sagen. Ja, alle Strings sollen getrimmt werden. Könnten natürlich auch hingehen und dieses ganze Objekt machen, aber eigentlich sollte das ja auch mit Subobjekten funktionieren. Dann gehen wir bitte in Edelbein da rein. In hier rein? Mhm. Und so ist es. Das hat nicht so gut funktioniert. Was nicht? Geh mal zurück. So, was ist denn hier Value? Name of Command Form is Request Parameter. Of all Request Parameters. Sollen wir einfach das im Debug starten und gucken, ob wir auch da. Ja, aber haben wir doch schon. Nicht die Fachtests, sondern manuell einmal testen. Die Anwendung. Was passiert, ja. Das ist natürlich auch gar nicht so doof. Debug? Ja. Ihr habt es noch nicht an im Hintergrund, oder? Die, die Datenbank doch. Die Anwendung läuft ja gerade. Die Anwendung müsste laufen, ja. Dann starte ich sie ja gerade ein zweites Mal, oder? Nö, dann müsst ihr restarten. Wie komme ich denn hier unten? Command 4 oder Command 5? Nee, das Spring Dashboard hat leider keinen. Achso. Da musst du einmal aus dem Präsentationsmodus raus. Einmal aus dem Präsentationsmodus raus. Exit Presentation Mode. Da, Windows-Sport. Genau, stimmt.
du das nicht weiter nach links ziehen oder sowas, dass du dann eine Nummer kriegst? Anscheinend nicht. Unbefriedigend. So, wo öffnet er sich denn dann? Da bestimmt nicht. Nee, das ist falsch. 80-80. Das ist was anderes. Das könnte es schon gewesen sein. Und dann machen wir Add New Book. Okay. Ja. Mhm. Aber wir müssen jetzt hier... Oder einen Punkt. So, haben wir gesehen, ne? Ganz viel Whitespace. Mhm. Ja, mach F, genau. Er hat es nicht angelegt. Mhm. Guck mal bitte in die Konsole. Failed to create book. Aber er sagt ja nicht warum. Aber die ISBN ist getrimmt. Wahrscheinlich war es keine gültige ISBN oder es passte nicht zu dem bestehenden, zu der bestehenden ISBN. Ach, die müssen unique sein, ne? Nee, die müssen nicht unique sein, aber wenn du eine wiederverwendest, müssen Titel, Autor und Edition übereinstimmen. Ja, ich weiß, das haben wir letztes Mal gebaut. Ja. so brauchen wir von Amazon ein Buch. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X. Das ist eine valide ISBN, die wir da noch nicht haben. So. Ist das deiner? Ja. Oh, vielen Dank, dass du meine Musikhistorie zerstörst. Warum gibst du dir keine ISBN? Nein, in der Kindheit. Auf die Wunschliste legen. Ja, genau. Kindle One Click by. Da ein bisschen. So, dann tauschen wir die hier mal aus. Das hat funktioniert. Gehen wir auf Details, bitte. Sehen wir. Das hat getrimmt. Wer hat den getrimmt? Da wir bisher nur einen Trimmer haben. Kann es nur der sein. Also, hätte ich jetzt. Mach mal ein System. Weil es hat. Nee, guck mal bitte in die HTML-Tabelle rein. Hier auf die ISBN, weil ich hatte das mich auch schon mal ausprobiert. Und es wurde tatsächlich angelegt, aber die Whitespaces da sind keine überlebten. Keine drum. Das heißt, wenn wir in dem Acceptance-Test jetzt fröhlich rumtrimmen. Nee, haben wir doch, haben wir schon. Warum klappt das dann trotzdem nicht? Weil da wird irgendwas nicht angelegt. Wahrscheinlich, weil wir da. Nee. Kannst du auch mal einen Breakpoint da in diesem Trim-Editor? Ich traue ihm noch nicht. Ich möchte das gerne einmal live. Ja, da kann man, glaube ich, keinen Breakpoint. Ah, doch, müsste man. Wieso kannst du da keinen Breakpoint setzen? Ich meine. In dem hier möchtest du. Set as Text, der wird ja was machen. Da irgendwo mit ja, zum Beispiel, ja. Okay. Ja, nee, mach dir mal einen drüber. Achso, ja, ja, klar, ja, das ist. Ja, du warst schon im If drin, also willst ganz. Genau, da habe ich. So, das heißt, ich brauche eine neue. Nee, brauchst du nicht, weil das ist ja vor dem. Bevor überhaupt irgendwas validiert wird oder so, oder? Und bevor ein Buch angelegt wird, wird der, dieser Trimmer aufgerufen. Das heißt, du kannst jetzt irgendwas einfach. So, ich kann ihn einfach nochmal anlegen, ne? Es ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Okay. Da kommt Andreas Thiel jetzt. Ja, Andreas Thiel ist ja richtig, das habe ich ja ohne Whitespace eingegeben. Dann gehen wir weiter. Continue. Continue. Das Description. Das ist die Edition. Und da das ist. Whitespace. Okay. Und dann, zack. Trim. Abgefahren. Ja, cool. Sehr schön. Mhm. Das finde ich cool. Das ist stumpf. Allerdings ist der Test noch kaputt. Das ist nicht so cool. Mhm. Wo war denn der denn? Da oben. Adbook. So, das erste, was wir eigentlich machen wollten, ist einen dedizierten Test dafür zu haben, das damit wir den nicht polluten. Das heißt, das Szenario kopieren wir mal. Alex ist on fire. Ja. Wir reverten das. Scrollen hier hin. Ja, ich hijack voll deine Folge, ne? Ja, das finde ich, ich prangere das an. Ja, so. Titel. Ich weiß gar nicht, wer hier noch zuguckt. Angeblich guckt uns noch jemand zu, aber ich glaube, die sind, entweder ist es voll faszinierend. Ja. Komponenten. Oder die lassen das so nebenbei laufen, aus Sympathie. Ja, ja. Das ist, ja, lass die mal tun. So, dann machen wir mal Komponentenmodelle. Space.
den Herrn Thiel. Aber eigentlich ist das ja Volker Grun, oder? Komponentenmodell? Ne, das sind beide. Ja, aber Grun ist doch der erste Autor, oder? Weiß ich nicht. Wenn du das sagst, du hast es im Regal stehen und im Goldeinband. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das so funktioniert, wie du das machst, aber wir werden sehen. Ich habe auch keine Ahnung. Also bei Cucumber wird das gehen. Hier ist noch die ISBN. Warum war das hier nicht mehr? Das wollen wir auch nicht. Und dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Der Titel ist der hier. Ja, dann kannst du die Anführungszeichen wegnehmen. Dann. Achso, da muss ich... So, ne? Ja, beziehungsweise ohne Anführungszeichen. Dann da kannst du auch ohne Anführungszeichen. Komplett ohne? Ja. Das kriegt der hin? Ja. Mein Gott, ist das schlau. Hier auch? Mhm. Ist hier denn wirklich ein String? ISBN? Nee, hier. Ja. Also bei mir ist ja eh alles String. Wenn das vorher mit der Tabelle funktioniert hat, dann auch so jetzt. Und Description. Ja. Komponentenmodelle vorsuchen. So. Ja, da ist aber ein Space drin. Das sollte nicht funktionieren, glaube ich. Ja? Doch, laut Andreas schon. Ja. Aber du hast da irgendwo ASD statt AND, oder? Ja, AND ist doch vom Step hier. Ach so, sieht hier selber mir anders aus. Er kennt das auch nicht, ich. Also ich habe Angst. Na, jetzt kommen wir doch in Teufels Syntaxhölle von JBehave. Ich glaube, es gibt ein Script, ein Step, der heißt nur ISBN ohne AND Description. Deshalb passt das mit dem Pattern Matching dann jetzt nicht so ganz. Es kann nur sein, dass JBehave das hinbekommt und nur der Editor das jetzt hier nicht. So, kann man jetzt nur den einen ausführen? Nein, das geht hier gar nicht. Ne? Das Problem hatten wir beim letzten Mal schon. Nach mir die Sinnflut. Ab jetzt darfst du wieder spielen. Ach, vielen Dank. Haben wir auch noch ein bisschen, ne? Oh je. Was denn? Ich würde sagen, das sind technische Schulden. Wir pushen das jetzt so auf Produktion und den Fachtest schieben wir nach. Ja, auf jeden Fall. Ich überlege noch. Nein. Vielleicht kann mal irgendwer was in den Chat posten, falls auch jemand lebt von den Zuschauern und wer noch lebt. Haben wir überhaupt noch Zuschauer? Ja, angeblich schon. Weil wir kennen ja alle Zuschauer, ne? Im Zweifel schicken wir so eine Ambulanz hin. Hast du den Stream weiterlaufen lassen, bevor du hingekommen bist? Nein, der ist hier auf meinem Handy, der ist aus. Ja. Wir laufen im Debug, will? Nein, doch nicht. Was macht der denn hier? Ja, natürlich, der Server hängt im Debug auf dem. Oder? Ja. Im Breakpoint. Achso. Also der Server, der läuft nicht in einem Testcontainer. Nee. Einmal mit Profis. Du kannst auch einfach alle Breakpoints deaktivieren. Ist das der aktuelle Test? Oder ist das noch der Lauf von vorher? Oder? Nee, das ist der aktuelle Test. Das sieht doch. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, Moment. Das sieht doch total großartig aus. Bam, sag ich ja. Das sieht doch ganz großartig aus. Wo ist er? Wo bin ich da reingeraten? Da ist halt. Aber ja, der ist. Ah ja, gut. Der war ja. Guck mal. Achso, hier. Du hast die Null Pointer Exception. Haben wir denn. ISBN, ja.
Also ein Booklist 61. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht die Anführungszeichen jetzt mit übergibt als Teil des Parameters. Dann würde er bei ESPN das auch dran hängen, der Validator würde fehlschlagen, er würde es nicht anlegen. Genau. Vielleicht kannst du zumindest bei ESPN die Anführungszeichen wegnehmen. Ich glaube, bei allen anderen und wir bei ja ist es sehen wir fast jetzt. Egal. Sehen wir jetzt. Hast du gemacht jetzt gerade oder was hast du gemacht? Breakpoint, ne? Breakpoint. Also. Aber das kommt doch dann jetzt 1000 Mal. Mhm. Aber an der falschen Stelle, nicht beim Auslesen, beim Anlegen. Das wird ja. Ah, okay. Wo war das? Insert Book. Insert Book. Mhm. Okay. Ja, weiter. Wir brauchen ja auch Komponentenmodelle. Nein. Haben wir das nur an der Stelle Komponentenmodelle oder haben wir es irgendwo anders auch? Hatten wir oben auch, ne? Wir hatten bei dem dreistelligen ISBN, ja. So. Ich glaube, das war er gerade. Nee. Da siehst du mit Anführungszeichen. Da ist mit Anführungszeichen. Mm. Okay, dann wissen wir, wo ans Licht. Dann müssen dann nur die Anführungszeichen. Können die überall weg? Nee, hier können sie weg, oder? Ja, in dem unteren nur. Im oberen müsstest du irgendwie so ein String Replace oder was machen, um die zu hauen. In dem oberen? Ja, in dem Step. Aber da haben wir doch die Spaces nicht mehr. Nein, da drin lassen, aber in dem Step dann auf dem String ein Replace machen und die Anführungszeichen mit nichts ersetzen, damit du die... Ah, verstehe, ja. Nee, verstehe ich nicht. Öffne mal den Step, die Step Definition von when. Librarian adds, genau das. Ach, das geht, das ist ja der Hammer. Man konnte da draufklicken. Ja, das geht bei Cucumber mittlerweile auch. Statt das machst du Title.Punkt Replace oder Warum kann man denn da keine Anführungszeichen setzen, falls man Spaces haben möchte? Also wir möchten hier. Nee, verstehe ich so nicht. Was wollen wir replacen? Oh, das ist ja dein Handy. Das ist mein Handy, genau. Wir wollen Anführungszeichen mit nichts ersetzen. Wir wollen Achso, dann geht das mit Backslash, Anführungszeichen, oder? So? Nee, ich glaube Backslash. Das gucke ich mal. Ne? So? Ja, jetzt das weiß ich nur nicht, ob das gibt das was Neues zurück, oder gibt das das Replace? Ja, String. Okay. Achso, und das war der ohne Description. Jetzt muss ich es nochmal bei dem mit Description auch machen. Es tut mir sehr leid. Was denn? Ich habe nichts gesagt. Achso, na gut. Eieiei. Das müssen wir noch schön machen nachher, wenn es jetzt das war. Mit Debug oder ohne? Mit Debug oder ohne? Ohne. Na gut. Soll ich mal kurz gucken? Ja. Jbehave. Quoted parameters. Ich habe dazu nichts gefunden. Mhm. Bam. Was Bam? Bam. Hey, sehr schön. Ja, cool. Da war ich auch gerade, das hilft nicht. Mhm.
So, wir haben jetzt eine Lösung für Insert Book. Mhm. Keine für Borrow Book. Aber die sind doch analog, oder? Ja. Ja. Ja, also. So, das glaube ich erstmal Commit werden. Wenn man das in ein Controller-Advice auslagert, dann müsste es für alle gelten, oder? Und nicht nur für den einzelnen Controller. Ja. Nicht Checkout, bitte. Oder du willst einen Branch anlegen, dann ja. Ich möchte einen Branch anlegen. Welche Nummer ist das? Man weiß es nicht. Es ist unklar. Nummer 6. Du willst nur den Rekord hier in Streamlänge aufstellen, glaube ich, ne? Ich? Aber ich bin schon seit ein paar Minuten durch. Seitdem ich hier bin, zählt das zu meiner Zeit vom letzten Mal. Ach so, okay. Selbstverständlich. Oder wir addieren einfach unsere Zeiten und teilen durch zwei? Ja, wie auch immer. Ja. Wie heißt das Ding? Jimba Magic. Ja, das. Und InnetBinder. So, wir könnten jetzt. Achso, wenn du meinst über den Controller Advice? Das rausziehen, damit man die alle an einer zentralen Stelle hat. Das könnten wir mal ausprobieren. Das heißt, ja, dann müsste der Test einfach jetzt noch funktionieren. Genau, der Test müsste weiterhin grün sein. So, Controller Setup nennt sich das denn, ne? Ja, wie du möchtest. Ja, aber das habe ich überall so in der Doku so gesehen, dass das so heißt. Da kommt der Add Controller Advice drüber. Und dann kommt der Code da einfach wieder rein. Ja, dann müssen wir das so tun, ne? Meine ich. Gilt das denn für alle? Oder das gilt, das haben wir ja gerade nachgeguckt, das gilt im Default dann für alle. Default is to apply all to all Command Form Attributes. Ja, für den Test aus, dann wissen wir es. Mhm. Achso, nee, warte mal. Stopp. Ach, du musst das Backend neu starten, richtig? Nee, ich muss recompilen. Achso, damit der Code ausgetauscht wird. Ja. Aber das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Weil du eine neue Klasse hinzugefügt hast und da was mit AOP passiert und das kriegt er bestimmt nicht. Achso. Na gut, dann glauben wir. Jetzt bin ich gespannt. Und ich habe Durst. Hast du noch was zu trinken? Ja, selbstverständlich. War das die Zahl, die Länge des Streams? Ja. Also, na gut. Nur 3 Stunden 13? Gut. Die Zeit geht schneller um, als man denkt, ne? Ja. Wir können gleich echt mal ein Bier trinken, oder? Ich denke auch, ja. Also spätestens nach der Aufnahme. Ja, er ist grün. Ja, wie geil ist das denn? Ist der auch grün, wenn du das wegnimmst, den Controller-Advice? Das wäre natürlich total genial. Der hat das einfach von Anfang an richtig gemacht. Das heißt, komm, wir starten jetzt einfach mal. Ich bin jetzt nicht mehr in Experimentierlaune. Soll ich mir mal ein Bier von unten holen, wenn wir hier sitzen? Ich, Du bist mit der Bahn hier, ne? Du darfst trinken. Ich bin mit der Bahn hier. Ich auch. Du auch? Ja. Was wollt ihr denn? Ich würde einen Veltins nehmen. Ein Veltins? Was willst du? Ja, wenn es kein besseres Bier gibt, nehme ich auch ein Veltins. Ich bin gleich wieder da. Eieiei.
Ja, und sonst so? Nee, sonst alles super. Und jetzt machen wir, komm jetzt, und jetzt ist der Andreas nicht da, jetzt können wir das Ding umbauen. Na, endlich. Auf Scala? Ja, Mann. Scala und Gradle. Nee, komm, Haskell. Clojure? Wir setzen das ganze Ding in die AWS Lambda und schreiben das mit Cobol. Geil. Das machen wir. Schaffen wir, bis Andreas wieder da ist. Oder? Ja, das auf jeden Fall. Hm? Das kann daran schon schwer sein. What could possibly go wrong? Ja, guck mal, ist rot. Ja. Ja, nice. Ja, nimmst du noch bitte die Klammern von der Annotation dann weg? wie ich das gerade schon sagte, nein. Ach, wie ich das vermisst habe, mit dir zu arbeiten. Ah, sehr schön. Also, das ist ein Commit-Wert. Ja. Aber wir müssen dann noch einen Test schreiben, glaube ich. Hm? Ja, wir sollten vielleicht noch einen für die andere Seite, bei der das geborrowed wird, machen. Mhm. Was haben wir jetzt gesagt mit Status? Dann sagen wir mal, zack. Trim everything. Generalize trim by controller device. Super. Also, und dann gucken wir mal. Borrow book story. Also, given a library containing when the user borrows. Borrow ist die E-Mail-Adresse? Ja. Mhm. Also, mal sehen nach. Okay, geht das nicht? Grammatikantitel, Szenario? Ja, die sind irgendwie alle ohne Titel, aber man kann denen auch gerne Titel geben. Ignores White Spaces. Ignores White Spaces, ja. Trims White Spaces? Ja, das wäre mir jetzt ein bisschen zu technisch, aber gut. Given. Da kommt das Bier. So. Ohne meine Flasche Bier. Wir haben uns gerade dazu entschlossen, Dankeschön, ich reich mal weiter. Ach, vielen Dank. Dankeschön. Gerade dazu entschlossen, doch noch einen Test hinzuzufügen für die Borrow-Seite. Ja. Da müssen wir den gleich noch anpassen, wahrscheinlich. Hm? Prost. Ja. User. Prösterchen. Prösterchen. Grüßerchen. Auf euch. Grüßerchen. Prost. Oh. Oh. Es kommt hier. Du hast geschüttelt. Nein. Hm? Niemals. Nee, niemals. Rück mein Stück. Dann sehe ich nichts. Ja, komm. Also, when user test at me.com borrows the book. Wir sind hier. Mhm, mhm, mhm. Oh, the book. Muss das ein Whitespace haben? Da kann doch. Nee, also. Das gibt er doch selber ein. Er wählt es ja nicht aus. Der gibt seine E-Mail-Adresse ein und der gibt die ISBN ein. Macht doch Return All Books, da muss man nur die E-Mail-Adresse eingeben. Du hast gerade noch einen Test vorgeschlagen. Das wollte ich gerade sagen. Sag doch sowas nicht. Der Alex sitzt dabei. Ich dachte, ihr wolltet nur wenigstens einen zweiten, damit sich nur einer ist. Aber dann müssen wir da auch noch. Es könnte ja jemand auf die Idee sein, diese generelle Lösung durch einzelne Lösungen wieder zu übersetzen. Yeah. Und dann wird das fehlschlagen. Ja. Wie war das? Müssen da jetzt die White Spaces alle weg? Unten? Ich denke schon, ne? Wo sollen die? Die White Spaces, ja. Die Quotes, meine ich. Ach so, ja. Dann kannst du wegmachen. Dann sind sie weg, genau. Dann können wir weg. So, und hier. Mit one ISBN. Da musst du wieder replacen. Genau, bei dem Step. So, when user borrows the book. Ja, kannst du wieder Command draufklicken. Ah, nice. So, dann ist das hier user.replace.
Kann er das nicht mit Backslash? Mit, nicht automatisch. Mhm. Und das gleiche hier. So. Zack. Prost. Prösterchen. Prost. Wir warten, dass das funktioniert, oder? Ja. Okay. Also gerade der Test, wir hatten Control Advice weggenommen. Und die war der Test war rot. Sehr schön. Das ist bisher so die beste Lösung für das Problem, die wir hatten. Also das Einzige, was mir noch nicht gefällt, ist, dass man in den Tests den Testcode dafür anpassen muss und das Quad replacen muss. Aber ich habe gerade auch keine Lösung für JBHF gefunden, mit der man anständig Whitespaces reinbekommt. Dann müssen wir Cucumber machen, ne? Genau, wir schreiben das eben neu. Also es gibt so die Möglichkeit von Parameter Converters. Mhm. Das wäre vielleicht was. Aber das würde ich vielleicht mal als Hausaufgabe mitnehmen, dazu gucken, was man da tun kann. Wo war er denn? Hier war er. Aber nicht bei AdBook, sondern bei BorrowBook. Wieso ist der immer noch rot? Oder wieder rot? Wieder? Das weiß ich nicht. Hast du das Backend neu gestartet? Das weiß ich nicht. Das ist nicht das Backend. Das, ja, das habe ich gemerkt. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Weil du hattest ja die Annotation. Ja, das richtig. Das richtig. Das richtig. Ja, das richtig. Ist gut. Du wiederholst dich. Naja. Hast du schon gesehen, dass wir jetzt ein Intro haben für die Show? Nein. Mit Jingle und allem? Ja. Ja. Du, also die Musik willst du jetzt nicht hören. Soll ich nochmal abfahren? Mats ab hier. Musst du hier gucken. Ja, ja. Das läuft dann auf den Stream drauf? Hm? Einfach mal mittendrin. Ja, ja, warum? Jetzt nochmal Intro. Zack! Bang! Ja. No, it won't. Ja. Grandios. Also im Moment sieht da noch alles grün aus, aber ich bin skeptisch. Um mal Vergangenheits-Alex zu zitieren. Ich sehe nur schwarz-weiß. Ja. Das sah gerade auch so aus. Aber danach war es rot und dann waren wir da alle traurig. Das habe ich so nicht gesagt. Aber guck mal, ist grün. Bam! Sehr schön. Ja, aber der Andreas hat gerade noch einen dritten Test vorgeschlagen. Das ist leider so, ja. Return All Books. Ja. Ja, das ist leider so. Aber mittlerweile wissen wir ja, wie es geht. So, Szenario, was macht das? Es leiht zwei Bücher aus. Wir brauchen ja eins. Eins aus. Gibt alles zurück. Aber das können wir einfach vereinfachen, das Szenario. Komm, ich kopiere einfach, ja? Darf ich? Bene, darf ich? Der Stift doch schon. So, wie haben wir das da genannt? Das ist nur kein Borrow, sondern Return. Returning Books. Ausgewählt. Da kannst du ohne Whitespace machen. Das ist ein Datenbank füllen. Achso. Es geht auch ohne Quotes. Test.com. Das ist keine Werbung für Apple. Nee, ist me, ist it? Ja. Das wusste ich gar nicht. Das ist immer das, was ich jetzt. Na gut. Brauche ich eine valide ISBN? Eine valide? Ja. Aber du kannst oben eine klauen. Den brauchen wir nicht. Und dann Return Daddy. Ja, und da jetzt mit Quote und Whitespace. Then Book. Sind. So. Oder hinten muss noch mal den Borrower einsetzen mit Test Edition. Und muss den Step noch anpassen. Ja. So, has borrowed books. Nee, der Achso, ja, genau. Now returns on his books. Alright, put. Replace.
denn jetzt hier los? Ich mach das Feld jetzt. Ja, nee. Hä? So. Auf jeden Fall macht das Feld jetzt. Ich hätte auch noch Frühkölsch mitbringen können. Aber kannst du ja gleich holen. Oh, die nächste Story. So, zack. Dann führen wir aus. Oh, da fehlt noch ein Klemmerchen, glaube ich, oder? Irgendwie, ist da noch was rot? Ja. Sowas? Da fehlt noch ein Klemmerchen. So, Alex hat einen Test. Bam. Mann, ist das schön. Ja. Was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben bei Casimir für String. Ist schon Magic. Schon Magic, ne? Spring Magic. Quasi Spragic. So, kaum trinken wir Bier, haben wir nur noch zwei Concurrent Views. Das liegt an mir. Achso, na gut. Ich war gerade der Dritte. Nee, das war eine ganze Zeit lang auf drei. Haben wir eigentlich den einen Merge Request schon... Ich glaube nicht, nein. Wir hatten gesagt, wir machen eben das. Und dann Merge. Ist jetzt auch schon eine Stunde her, ne? Er ist grün. Ja, das ist Commit wert. Ja, das... Und ein Merge Request. Pull Request, sorry, wir sind ja bei GitHub. Testing. Wir wollen keinen Unit-Test schreiben für diesen Controller-Setup, oder? Das ist, finde ich, jetzt. Find ich auch wieso, das sind doch Tests dafür. Ja, aber Unit, also. Ja. Glaub, das ist, oder würdest du mit zwei Arten von Tests genau das gleiche testen? Na, nicht ganz, aber. Ja, aber das ist richtig. Aber das, ich finde, das ist so Spring-Magie-Verdrahte. Ja, also, ich würde Spring selber testen. Ja. Das ist so. Testing, Trim, Acceptance Level. Wir müssen jetzt noch die Release Notes schreiben und Maven-Version hochsetzen. Wollen wir es auch auf dem Branch machen oder dann nachträglich im Master? Nachdem beide Branches gemerged sind, oder? Ja, alle drei Branches. Mhm. Nein, jetzt einen haben wir schon gemerged. So, also, den haben wir. Wo sind wir? Modelhead YouTube. Irgendwann wirst du diesen Kurs nochmal halten und jemand wird vorher unsere Videos gesehen haben. Das halte ich für unwahrscheinlich. Bisher, ich habe ja tatsächlich schon Kurse gehalten, nachdem es die ersten Videos gab. Es hat niemand die Videos gesehen. Irgendwann wird das passieren. Ja. Mhm. Du hast ja noch ein paar Lebensjahre vor dir. So, wollen wir. Und dann werden die schon alle Lösungen kennen. Wollen wir den direkt mal. Das fände ich aber gar nicht schlimm, weil es kommt ja nicht darauf an, dass man programmieren kann. Programmiert, genau. Sondern dann hat man mehr Zeit. Lass uns doch mal probieren, wenn ihr in unterschiedlichen Räumen sitzt und an den gleichen Features arbeitet, was dann passiert. Oder Alter, da kann man das, die Schwierigkeit ja beliebig erhöhen. Ja, Mach das mal mit Mob-Programming. Ja. Habe ich auch schon gemacht, aber genau. Das okay, ist, dann mach das mit Mob-Programming und der Driver ist blind, der kriegt die Augen verbunden. Ja. Möchtest du dir die Augen verbinden? Oder? Die Augen, um den Pull-Request zu mergen? Nee, aber lass uns mal drüber gucken, das ist gar nicht so doof. Ihr habt das ja geschrieben, da war ich noch halb draußen. Ja. Ich glaube, davon ist nicht mehr viel übrig, oder? Was wir geschrieben haben. Ach doch. Achso, ach, die 13 Stellen, die ISBNs, ja. Mhm. Ja. Ich habe da direkt was mir auffällt. Oh. Hoch, das aber. Ich hatte kurz irgendwie einen. Scroll ruhig noch ein Stück tiefer. So, die Eintestmethoden, die alten, die habt ihr ja nach meinem Beklagen im Chat umbenannt zu Should Return False If Invalid ISBN 10. Und unten steht jetzt noch ein Test, should return true for valid 13-digit ISBN. Ja, ich weiß. Wenn du das doch weißt. Was denn? Das Namenspattern ist unterschiedlich. Ach, die OCD-Geschichte. Ja, das genau, ist das ist der Moment, als ich schrieb,
My OCD ist Ting. Oh, das finde ich, schön. Ich kann sowas für euch schön aushalten. Das finde ich, das ist, das kann man nächstes Mal mitmachen. Ach, das kann man doch nächstes Mal mitmachen. Alex, hörst du das? Kann man doch nächstes Mal mitmachen. Ja. Also die große Frage ist ja, ist der Methodenname Intention Revealing? Ja, ist er. Ist er kurz genug, um ihn zu verstehen? Ja, ist er. Und steht in Git Blame, wer es war? Ja. Ja. Genau. Ich habe es geschrieben, du hast committed, Philipp. Ja, das ist gut, ja, das ist gut. Du warst bestimmt auch mit dem, wo Benedikt dran stand. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Da haben wir am Anfang ja ein bisschen drauf umgeritten. Ja, wollen wir noch machen? Also, ich würde mal sagen, wir merchen das mal eben, oder? Kurzer Rollentausch gewesen. Na gut. Zack. Ja? Ja, wollte GitHub nicht auch dieses GitLab-Feature einbauen, dieses hier Merge when checks have passed? Das weiß ich gar nicht. Ich habe nur mitbekommen, was die gerade eben eingebaut haben. Die haben ja im Prinzip eine Registry für alles eingebaut. Für Docker, für NPM, für Maven, cool. Alles. Nice. Also ich glaube auf Merge, hm? Ja, mach das. Und den Branch kannst du dann auch löschen. Also, das heißt, wir können jetzt hier hingehen und können dann. Mhm. Und wie sieht eigentlich die DoD für dieses Projekt aus? Ist dann, wenn deployed und released mit Version oder ist wir dann, haben keine wenn. DoD für dieses Projekt. Andreas. Ja. Ich muss das mal eben zuhalten hier. So, zack, trim. Ja, das ist ja Hammer. False Change nur 11. Um 11? Ja. Gute Frage. Contains String, brauchen wir das noch? Doch, das brauchen wir noch. Mhm. Bisschen Replay. Ja. Ich überlege. Man könnte das in eine gemeinsame Methode irgendwie raus, ne? Irgendwie. Ja, aber macht das schöner, wenn hier überall stehen würde, irgendwie. Clean Title, Clean Author, Clean Edition. Clean wäre mir nicht Intention Revealing genug. Remove Quotes from String and return Clean String für Title. Remove Quotes wäre okay. Wär okay. Warum ist der jetzt dazugekommen? Den hatten wir vorhin hinzugefügt, weil wir eine andere ISBN hinzugefügt haben. Oder? Ach so, ja, weil das eine 13-stellige ist. Okay. Hm. Given an empty library. Nee. Aber der ist bei den 13-Stelligen dazugekommen. Ja, das ist im falschen Branch passiert quasi, ne? Kann sein, ja. Ich hab den neuen Branch habe ich von dem 06er abgezweigt. Abgezweigt, genau. Von daher kann das nicht so sein. Vielleicht war das dann zu spät. Das kann durchaus sein. Allerdings hast du gerade auch schon den anderen Branch gemerged. Und das dürftest du ja nicht mehr im Diff sein, oder? Nee. Ich finde es nicht schlimm, wenn ein weiterer Step hinzugekommen ist, egal warum. Ein weiteres Example. Weil alle anderen Examples sind ja auch nicht unterschiedlich. Mhm. Ich überlege mir gerade, ob es daran liegt, dass wir diesen Trim dazu, aber hier der Rest ist auch da drin, ne, mit dem ISBN 13 Validator. Mhm. Stimmt. Das ist quasi doppelt. Refresh mal die Seite, vielleicht ist das gerade im Hintergrund noch nicht passiert gewesen. Vier Commits. Schau noch mal bitte in den Master, ob das andere wirklich gemerged ist. Also ob die Commits da sind. Commits da drüber. Ja. Dann würde ich fast sagen, das ist eine komische Darstellung. Genau, da sind die Sachen nämlich drin. Das ist seltsam. Na, die sind ja auch da, die Changes in dem in dem Branch drin. Ja, aber im Vergleich zum Ursprung, nicht im Vergleich jetzt zum Master. Kommt auch an, was ja, aber der vergleicht Diffs, Master. Was sind da die Diffs? Master mit dem Branch ist das. Hm.
Ja, dann weiß ich auch nicht. Nee, also das sollte ja eigentlich mit dem Master, zumindest kenne ich das so, dass das mit dem Master vergleicht. Und nicht, tut er. Stand da oben. Da, Master from, sorry, 06 Trim. Kann man einen Compare machen? Da gab es doch diese komische... Ja. Ich glaube von der Code-Seite. Vom Branch aus, ne? Auf dem Branch. Ich glaube, man musste das so machen, oder? Ja, das geht auch. Compare 06 Trim. Da sind es nur noch 3 Commits und nicht 4. Ja. Und nur 9 Dateien. Ja. Und da ist auch der ISBN-Validator nicht drin. Mhm. Na gut. Ich bin zufrieden damit. Sieht für mich ja dann aus, als wäre das ein Diff-Viewer-Fehler. Ja. Ja. Mhm. Pull, pull, pull. Ja, pull schon lange. Achso, pulle leer. Mhm. Was ist denn da los? Pöchen, ne? Was ist denn da los? Der Holger hat noch ganz viel Bier davon auf dem Schreibtisch stehen. Ja. Ja, ich habe schon gesehen, ihr habt wieder Hörerbier bekommen. Mhm. Ein bisschen. Na, wann kommt eure neue Folge raus? Am Sonntag. Ich warte schon seit einer Woche darauf. Mhm. Ja, wir haben es ein bisschen verrafft. Ein bisschen verrafft. Ich habe mich schon beschwert letzte Woche. Diese Woche. Ja, ich könnte euch da jetzt Geschichten dazu erzählen, aber das wäre ja nicht fair. Ja. Wenn der Schuldige nicht im Raum ist, sollte man nicht mehr gehen. Einzige Show haben wir noch. Nee, keine Ahnung. Vor 2 Wochen Sonntag haben wir uns Nachrichten geschrieben. Und dann meine ich so, Bene, wann hauen wir denn heute die Folge raus? Jetzt haben wir letzte Woche die Folge rausgehauen. Ah, okay, na gut. Aber ich sitze gerade im Flieger nach Spanien. Na gut, dann machen wir das heute nicht. Na gut. Und einfach montags mal so eine Folge raushauen, geht aus Prinzip nicht. Er war ja nicht da, und aus Gründen, er war komplett nicht ansprechbar. Und er war irgendwie, das hat er mir auch noch nicht erzählt, er war komplett im Tunnel. Ja. So, dann jetzt noch Changes XML einmal und Versionen hochsetzen, würde ich sagen. Ja. Durch für heute. Echt schon? Oder? Nach dreieinhalb Stunden? Was? Ging schnell jetzt, ja. Weiß ich nicht, also ich bin ein bisschen angeschlagen. Also, was müssen wir machen? Changes? Changes XML oben im Source. Guck mal, hat noch nie jemand gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Dann fangen wir erstmal damit an. Oh, nee, klar, da müssen wir auch jetzt richtig. Was macht passiert jetzt hier denn so damit? Hier. Wer generiert denn daraus was? In unserem Trainings-Setup wird da tatsächlich so eine Maven-Site generiert mit dem Report, wo das dann drin steht. Version 1.1? Nein, 1.4. Warum 4? Also ja, 1.3. Schreibt man einfach eine Datei in den Ordner, die heißt dann changelog.md oder so. Ja. Release with much improved functionality. Das war 2011. Aber es gibt auch die Beta-Warblers. Release with even more improved functionality. Ja, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Mach nur die Version einmal auf. Ja, reset die Datei mal wieder. Das braucht kein Schwein. So, ich mache irgendwann mach ich mal so ein ARC42-Template da rein. So, und Version in der Bombe. Ich habe in den letzten Wochen eins gefüllt. Ja. Das schaut man in der README, aber ich glaube, das haben wir da auch rausgenommen. Ne, wir wissen, was das mit Maven Versions Doppelpunkt Set. Genau. Sind wir uns denn sicher, welche die aktuelle ist? Ja, 1.3.0 Snapshot ist die aktuelle. Das heißt, wir gehen auf 1.3.0. Ja, also minus D. Minus D New Version, ja. Mit großem V. Minus D, warum macht das denn jetzt hier? Achso, minus D. Nein, großes richtig. D. Großes D war richtig. Und ohne Leerzeichen. Ja, einfach untereinander. Was? Ja, ja. Achso, ja, und dann ein Version. Beides N, großes V. Gleich. 1.3.0. 3.0. So, warten wir. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, fantastisch. Versions mit Assets. Oh. Jo. Du kannst ja mal gucken, was er getan hat.
Ich muss erstmal hier ein Git Pull machen, vielleicht vorher. Auch das wäre nicht so doof. 4 angepasst. Pom, pom, pom. Ja, das sieht richtig aus. Was war das? Die Div so pretty oder was? Div so fancy. So fancy. Cool, das kenne ich gar nicht. Das ist irgendwie so ein Plugin und das wird dann per Shortcut gestartet. Ne? Ja, genau. Git alias ist dort. Bumped version. So. Machen wir hier gleichzeitig Heroku auf. Wollen wir das nicht hier machen, damit die Leute das sehen? Ich weiß nicht, ob der Holger die Rechte dazu hat. Oder ich kann dich auch eben dazu einladen. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich noch bei Heroku Rechte auf anderen Sachen habe. Möchtest du das gerade nicht öffentlich zeigen, was du da sagst? Ich weiß es nicht. Meinst du deinen Heroku-Pornhub-Account? Alex, jetzt reiß dich doch mal zusammen hier. Piep. Ach. Mann. Wer über 3 Stunden zusieht, hat das verdient. Nee, hab ich nicht mehr. Ich hatte ja mal dieses Berliner Dingen. Ach so, ja, nee, das da haben wir uns dann auch. Ah. Wo kann ich dich denn jetzt hier der... Weiß nicht. Settings, Delete Team, nein. Ja, Delete Team. Access vielleicht. Jo. Invite User? Mal der Bene hat hier noch... naja, müssen wir... Jemand ist ein netter Mensch. Aber Bene at Concentric ist halt... Ja. Welche E-Mail-Adresse möchtest du denn... Ah. Ich mach doch Holger at Concentric. Also holger.große-plankermann admin. Jetzt muss ich meine Mails aufmachen auf dem Livestream. Ach so, nein, du brauchst nur reloaden. Ich kann aber nur... Ist das schon eingeloggt, oder? Oder bist du da mit deinem privaten Account drin? Da bin ich, glaube ich, mit meinem... Ja, bist du. Ich meine, ich habe auch... Dann kriegst du wohl doch eine E-Mail. So, das machen wir anders. Also ich mach mal hier den Desktop anmachen. Mal hier so. Nee, wir machen das anders. Wir können das einfach anders machen. Guck mal, jetzt sieht man ja den Desktop nicht. So, wir machen das einfach. Prost. Wir trinken hier was, auf meinem, ist Hashtag Werbung und so, ne? Ich wollte gerade sagen, was wir hier so trinken. Aus der Region. Nur Wasser. Aus der Region. Aus der Leitung. Also, ach, Dings ist raus, dann kann ich den. Sag ich doch gerade die ganze Zeit. Ich habe das Passwort hier nicht, okay. Sag ich doch gerade die ganze Zeit. Was? Vielleicht hast du das schon getan. Was? Refresh doch nochmal. Hast du schon in der von Personal? Ah, da ist er. Ja, okay. Dann können wir wieder switchen. Ja. Da sind wir. Wobbel, sind wir dabei. Gepusht hat das ja auch. Genau, offstage ist er schon automatisch. Ne, dann könnten wir jetzt einmal gucken, ob das auch gut aussieht. Und dann können wir das... Kann man hier direkt draufklicken? Zu Produktion. Ja, dann kannst du hier open up. Version 1.2.0. Läuft. Boah, sieht das gut aus. Add new book, title. Lampeninstallation, vielen Dank. Vielen Dank. Immerhin besser als das andere, was Amazon in deiner Suchhistorie jetzt hat. Ja. Das Beste ist, wenn deine Freundin deinen Account sieht und was du vorgeschlagen bekommst. Das Schöne ist, ich glaube, meine Freundin guckt sogar zu. Das kann. Die ist eine von den beiden. Ja, zumindest hat sie mal gesagt, sie wollte da mal please enter 10 digit. Du hast einen Punkt da drin.
Aber jetzt getrimmt, hast du gesehen, ne? Adbook, zack. Ja. Nicht geklappt. Nicht geklappt. Weil die ISBN gibt es ja auch schon, oder? Ja. Achso. Ja, wieder das Problem. Ah, na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X. Seine was haben wir da ISBN. Was haben wir denn? Was? Okay. Wo sind wir? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Großes X. So was. Ja. Ja. Und was ist das für ein Buch? Das ist egal. So, und das passt ja auch. Ja, fantastisch. Schau mir in den Details, ist da das Cover größer? Nein. Ah, ist gar kein Sinn. Das ist ja noch nicht, ne. Gut. Also. Sehr schön. Promote. Bist du bekloppt? Doch nicht jetzt! Prost. Prostchen. Vielen Dank für den schönen Stream mit euch. Ja, vielen Dank auch. Jetzt das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein musste. Danke, dass du dich da so reingedrängt hast. So das habe ich ja gar nicht. Ja, was haben wir gelernt? Es gibt Spring-Mittel, um relativ global Trimming durchzuführen. Also quasi das Manipulieren von Form-Input-Daten. Also das ist, Das ist ja quasi noch eleganter als jetzt dieser SBJ-Ansatz. Also das fand ich jetzt auch echt eine schöne Lösung. Das habe ich gelernt. Ja. Ich habe gelernt, dass das. Die meisten Formatter habe ich gerade gelernt. Die nice. Wie heißt der? Was? Diesen Diff-Formatter. Diff so fancy heißt Diff der. Diff so fancy. Diff so fancy. Ich glaube, den habe ich sogar auch vom Bene irgendwo geklaut. Der gräbt ja diesen ganzen Hipster-Kram immer aus. Diff so fancy, genau. Das ist halt, ja, der macht halt Diff so ein bisschen. Achso, man sieht jetzt hier gerade gar nichts mehr. Achso, so, da. Ja, der macht also Diff so fancy. Das ist ein Ding, was Gitdiff quasi ersetzt. Ich habe das bei mir halt, also man könnte jetzt sagen, ich brauche kein Gitdiff mehr und starte dann irgendwie Diff so fancy. Mit diesem Hasenfuß und starte dann Gitdsf. Du kannst dann irgendwie ein Alias. Ich habe es über ein Git-Alias gemacht, keine Ahnung. Das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, Editor Config wird direkt gezogen in IntelliJ. Stimmt. Das fand ich sehr cool. Und ich habe gelernt, dass JBehave, dass ich da direkt auf die Steps draufklicken kann und lande direkt im Source Code. Das finde ich cool. Wobei das ein Feature von diesem Plugin ist. Egal. Das ist schon cool. Ja, schon cool. Mhm. Sehr schön. Dann. Sagen dann tschüss, ne? Wie ist es schon vorbei? Ja, ging wieder schnell rum. Ist auch immer noch hell draußen. Ja, und der Sandmann, der ist schon vorbei. Das ja. Ja, vielen Dank für alle, die zugeguckt haben. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keinen weiteren der spannenden Let's Code Streams verpasst. Was mit der Glocke? Die Glocke muss aktiviert werden. Glocke muss aktiviert werden. Das funktioniert sonst nicht. Ihr dürft auch gerne was in die Kommentare schreiben. Wobei ich echt bezweifle, dass diese Stelle des Videos überhaupt jemals noch jemand mal gucken wird. Aber wer weiß. Ja. Wer weiß. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.